Hello, guys. Who is this? Wait. Wait, das ist nicht Ginger? Wait, what is happening? Ah, ich prank euch nur. Natürlich ist Ginger. Hallo! Was macht Ginger? Hallo zusammen. Hier ist euer deutscher Lieblings-Succubus. Ich bin die, Wait. Wer bin ich überhaupt? Was? Okay, okay. Wir müssen einen Namen für dieses Cosplay hier finden, okay? Wie nennen wir das? Ich habe hier schon Vorschläge gesehen. Jinwoo? Jinwoo finde ich gut. Okay, okay. Aber ich brauche Namensvorschläge. Deutscher Lieblings... Keine Ahnung! Ich habe kein Skript! Diesen Stream habe ich eine Stunde vor Startbeginn vorbereitet und ich hoffe... Ginger hört das niemals. Kommen wir mal hier rüber. Dann sehen wir auch, wie der Chat aussieht. Und zwar ziemlich klein. Heute seid ihr ein bisschen tiny. Und ein bisschen viel zu klein. Guckt mal, ihr seid so klitzeklein. Klitzeklein seid ihr. Es tut mir leid. Ganz klitzeklein. Junivoo, Jinlu, Jinlu. Lunia. doch, doch, das... Wait. What is happening? Oh my god. Wait, das verwirrt mich. Ich gehe in den anderen Chat. Yeah, let's go! Oh mein Gott! Danke, Sin! Danke, Sin! Der Hunter! Danke, Sin, dir für sechs Monate! Für ein halbes Jahr! Wow, danke! Das ist alles ein bisschen ungewohnt. Oh mein Gott, Andy, danke sehr. Für 18 Monate, ich mache Ziegengeräusche für euch. Für jeden Sub mache ich ein Ziegengeräusch, okay? Okay. Danke sehr, my aim is lost. Disaster Link, danke sehr für 59 Monate. Danke sehr. Tobi. Wait, hört ihr mich noch? Ihr hört mich noch, ne? Ja, ihr hört mich sehr gut, sehr gut. Tobi, danke sehr dir für 7 Monate auf diesem Kanal. Dankeschön, Sergio, für 13 Monate. Mäh. Mal ein bisschen Abwechslung hier, ne? Dankeschön, Lukas, für 18 Monate Prime. Wait. Ah, ein bisschen. Japan hat mich verändert, Leute. Ja. Wait, ihr hört gar nicht... Hört ihr die Alerts? Hört ihr die Alerts? Leute, ich kann nicht so viel mehr machen. Hallo? Aber macht weiter so, okay? Ich mache mehr für euch alle. Soll aus sein? Ich glaube, die ist einfach nur... Die ist, glaube ich, einfach nur super leise gerade. Kann euch auch die Ohren zuballern. So besser? So ist gut? Ist so gut? Die war ein bisschen leise. No Alerts! No background music? Wait, ihr hört nicht? Das ist eigentlich unmöglich. Unmöglich ist das. Hört ihr es jetzt? Frage, hört ihr es jetzt? Ja, macht weiter so, macht weiter so. Ja, let's go! Ich möchte ganz viele Subbies sehen, bitte. Ganz viele Subbies, bitte. Ich bin euer Succubus für heute. Ich muss euch dry sacken, okay? Okay? Ich sack euch dry. Also... den Subset. Ja. Ah, jetzt hört ihr es. Okay, gut. Wisst ihr, zum Glück bin ich hier schon ein bisschen, bisschen länger Streamer. Ah! Was ist das? Was ist das? Wieso hat's gewaut? Was? Wieso war Wow Wow? Wieso war Wow Wow? Wieso war Wow Wow? Was war Wow Wow? What is going on? Wieso hat's gewaubaut? Oh Gott. Lega Biddies. Ah, wait, vielleicht kann ich die Alerts machen, dass die funktionieren. Bestimmt kann ich das. Ich bin doch Pro, oder? Oh. Lega Biddies. Ihr macht das super. It is indeed impossible.
Aber ihr habt mich doppelt gehört auch, ne? Ist ja gar nicht gut. Super, super! Ah, die Lads sind so cute! Super, super! Dankeschön! Dankeschön für alle Resubs, alle Subbies, alles Dankeschön. Holy shit, okay, wisst ihr? Ich mache einfach die Sound Alerts, okay? Wow! Ist das ein Deal? Ich krieg's, glaube ich, jetzt nicht entspannt. Oh? Oh? Das geht auch, okay. I'm so sorry. Ich krieg's nicht hin, Leute. Hallo zusammen. Na, wie geht's euch da an diesem wunderschönen... was auch immer heute für ein Tag ist. Ich habe gedacht, das Erste, was wir heute machen... beziehungsweise, fangen wir mal so an. Ich zeige euch erstmal den Plan. Oh. Ja doch, ich gehe mal hier rüber. Er hört mich ja immer noch. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie der Plan aussieht, okay? Für die ganzen nächsten Wochen. Wer es nicht weiß, die liebe Ginger hat sich endlich Urlaub gegönnt. Und sie ist jetzt in Japan. Und ich glaube, in Japan ist es jetzt gerade 6 Uhr morgens? Ich glaube, es ist 6 Uhr morgens. Ich bin mir nicht sicher, du. Und sie ist jetzt 2-3 Wochen in Japan. Und in dieser Zeit vertreten wir von Leitmotiv Gingers Kanal, damit es hier nicht so verwüstet und trocken und staubig wird. Und ich gehe mal den Plan einmal mit euch durch, damit ihr alle nicht überrascht seid, was hier eigentlich abgeht. Und zwar am 9.3., das ist heute, das ist ein Samstag, bin ich dran, das bin ich. Und wir machen heute, was steht im Titel? Luni stellt ihre Intelligenz unter Beweis. Das machen wir heute. Yeah! 2 Uhr, ah, okay, 2 Uhr morgens. Ja, dann schliepen. Finn ist morgen um 19 Uhr dran. Und ich glaube, er spielt Dark Souls oder so. Ich bin mir nicht sicher, du. Auf jeden Fall, morgen um 19 Uhr geht's weiter auf diesem Kanal. Also werdet ihr die ganzen Wochen pure Unterhaltung sehen. Yes, 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 yes. Am 14.3., das ist der, ich glaube Mittwoch, nee, der Donnerstag, ist Nayami dran. Und ich glaube, sie wird ein paar Stifte rausholen. Mal gucken, was sie macht. Sie wird euch auf jeden Fall auch zu 100.000% richtig gut unterhalten. Am 22.3., das ist ein Freitag, In zwei Wochen ist der Leitmotiv-Chef dran und der wird euch alle Fragen rund um Leitmotiv beantworten. Um 18 Uhr am 22.3. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Leitmotiv gerne mögt. Vielleicht, wenn ihr Fragen habt oder sie nicht gestellt habt, aber sie trotzdem habt, dann werden sie vielleicht beantwortet. Guckt auf jeden Fall mal rein. Und ja, das ist immer sehr interessant, wenn Jan streamt und Sachen erklärt. Bei mir hat er auch mal Vertretung gemacht, aus Japan sogar tatsächlich mal. Und das war auch richtig, richtig cool. Am 23.3. bin ich dann wieder dran. Und das ist ein... Das ist der Samstag. Ah, ja, das ist der Samstag darauf. Yo, Dankeschön. Dankeschön für die Subbies. Thank you. Und der letzte Stream wird dann am 24.3. sein. Und das wird dann Mona übernehmen um 10 Uhr. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie wird Minecraft spielen. Und ich weiß ja, wie sehr ihr... Das hat gerade gemacht. Ich bin ja Übersetzerin für die Alerts hier. genau. Also freut euch auf die ganzen Wochen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr da seid, wenn ihr aktiv da seid. Auch wenn wir nur im Cosplay da sein können. Als Vertretung für Ginger. Ja, yuppie. Yuppie, 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 yuppie. Dankeschön. Dankeschön für die Resubs. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. So. Und dann war mein zweiter Plan, dass ich eigentlich ein paar Tweets von Ginger mit euch durchgehe. Weil ich bin mir sicher, ihr vermisst sie bestimmt, oder? Oder Chan? Oh, scheiße. Ihr vermisst sie bestimmt, oder? Oder Chan? Hm? Vermisst ihr Ginger? Vermisst ihr ihre wundervolle Stimme? Wie sie immer mit... Ey, hallo! Ihr müsst ja sagen, hallo! Ihre wunderschöne Stimme. Wie sie immer lacht. Habt ihr, wisst ihr noch, wie sie lacht? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Was für tolle Witze sie macht. Über Klos. Ja. Oh nein, weint doch nicht.
Bitte weint alle jetzt. Ihr müsst jetzt alle weinen. Ach, weint doch nicht, Chad. Chad, bitte. Hallo, irgendwer hat gepupst hier. Ach, weint doch nicht, Chad. Nein. Nein, es wird alles gut. Sie kommt wieder. Sie kommt heile wieder, okay? Bitte, bitte, weint nicht. Nein, 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 weint nicht. Es ist schon okay. Wir gucken mal, wie es ihr denn gerade so geht. Und ich habe ein paar Screenshots mitgenommen. Und es sind tatsächlich 2 Screenshots. Sie genießt ihren Urlaub wirklich, wirklich sehr gut. Und deswegen gibt es 2 Screenshots, die wir jetzt einmal zusammen durchgehen, okay? Dankeschön an alle Resubs. Yeah, lecker, lecker Sabi. Yeah, lecker Sabi. Lecker Sabi. So, okay. Also, wir haben einmal diesen wunderschönen Tweet hier. Und sie hat geschrieben, am 6. März. Hallo, hier schreibt ein Stinger auf Schlafentzug mit der Nachricht, die Ziege ist gelandet. Ich wiederhole, die Ziege ist gelandet. Einmal bitte Applaus, sie ist gelandet, heil in Japan. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass sie dort, dass sie dort gelandet ist, dass es ihr gut geht. Und Catpic ist unrelated, aber freaking adorable. Yes, yes, yes. Clap, clap, clap dafür. Richtig, richtig gut. So. Als nächstes. Und das ist auch der letzte Tweet, den ich für euch mitgebracht habe heute. Vielleicht beim nächsten Stream kriege ich mehr mit. Aber ich habe diese Konversation gefunden und ich habe gedacht, die wird euch interessieren. Und was steht da drin? Marco hat geschrieben. Ich habe japanische Toiletten vermisst. Wow. Okay. Doch, kann man verstehen. Doch, 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 doch. Ah, super, super. Und Ginger hat geschrieben, Junge, wie das Teil mir die Rosette gespritzt hat. Oh mein Gott. Das hat, nochmal bitte Applaus, Leute. Nein, ihr habt doch einen Schleck-Emote. Spaß. Spaß, Spaß. Nein, auf jeden Fall geht es ihr und vor allem auch ihrem, wie sagt man das? Ihrem Klo? Ihrer Beziehung mit Klos geht's gut. Das ist doch schön, oder? Ich meine, stellt euch vor, sie fliegt raus in irgendein fremdes Land und dann sind die Toiletten dort besser als hier? Was, wenn sie nie wieder zurückkommt? Nein, ich mache euch ja jetzt hier nicht so Angst, Chat. Ich mache euch ja nicht so Angst, ey. Aber was, wenn? Aber was, wenn? Ich meine, die Toiletten in Deutschland, die spritzen nicht die... Wie heißt das? Die Rosette. Und hat ein eckiges Klo. Die kommt wieder. Ein eckiges Klo in Japan oder in Deutschland? Ich bin mir nicht sicher. Aber wie ihr sehen könnt, geht's ihr gut. Sie ist in Japan gelandet. Sie hat dort ein wundervolles Klo, das sich gut um sie kümmert. Und sie hat bestimmt schon gutes Food gegessen. Sie hat bestimmt schon ganz viel gesehen. Und ich freue mich sehr für sie. Deswegen, wir freuen uns alle für sie. Ne, Chat? Wir freuen uns? Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. In Deutschland sind das Klos eckig. Wieso ist ihr Klo eckig? Wieso ist ihr Klo eckig? Wait, what? Wait, what? Aber wieso sollte sie dann zurückkommen wollen? Ich glaube nicht, dass eckige Toiletten so geil sind. Was? Leute. Nee. Nee, Leute. Also hört mal zu hier jetzt. Eckige Toiletten sind schrecklich. Warst du schon mal auf einem? Natürlich war ich schon mal auf einem eckigen Klo. Oh, lecker Minis, Dankeschön! Amen, Dankeschön! Dankeschön! Eckige Toiletten sind ja ein bisschen besser eckig als stinky. Wisst ihr was? Mit euch rede ich nochmal, aber eckige Toiletten sind wirklich nicht gut. Wieso sind die denn besser? Wieso sollten die besser sein? Die machen mir Angst. Ich hätte Angst, dass ich da irgendwie reinflutsche und dann in die Kanalisation gerate und dann werde ich da so reingeströmt, so wie Mario oder so und dann bin ich auf einmal in einer anderen Welt. Nee, auf gar keinen Fall. Die machen mir Angst. Das muss schon rund sein. Das muss rund sein, so wie der Popo. Wisst ihr? Du hast viel mehr Stabilität auf dem Pott. Jetzt frage ich mich, woher ihr das alles wisst.
Und vor allem, wieso die einzigen, die das sagen, die Mods hier sind? Geht's euch gut? Mods? Eckige Toiletten also. Hi, hallo! Die guten Backrooms-Toiletten, ja wirklich! Oh, ich habe die ganze Zeit die eine Musik für euch an, aber ich habe eigentlich mehr. Machen wir mal die hier. So. Grün? Oh, was ist grün? Was ist grün? Was ist grün? Hört auf, was ist grün? By the way, ich höre mich selber doppelt und ich weiß nicht wieso. Das macht mir Angst. Aber ich kann es nicht ändern, glaube ich. Was ist grün? Ein Mod? Grün ist unser Mod. Nio? Hä, wieso bist du grün? Normalerweise sagt man, du bist blau, oder? Wieso bist du grün? Bist du blau? Ist das ein Synonym für irgendwas? Wait, wenn blau ein Synonym dafür ist, dass man zu viel Alkohol zu sich genommen hat, heißt das dann, dass wenn man grün ist, dass man zu viel... Gras? Oh, ja. Lecker Bidis! Lecker, lecker! Wow! Dankeschön, man. Thank you! Dankeschön, Vizi! Dankeschön für die 10 Subbies! Wait, shit. Das ist der Alert bei Subbies. Miau. Miau, miau. Meh! Dankeschön! Meh. Wow, ihr seid so süß. Ihr begrüßt euch alle so gegenseitig. Das ist ja mal niedlich. Hallo, New! Hallo! Ich will auch mit begrüßen. Ich will auch mit. Ich will auch dabei sein. Ich will auch Teil sein. Ich begrüße euch mal alle. Komm, wir machen mal... Wir rappen jetzt, okay? Schreibt mal alle... Hallo! In den Chat. Und ich rappe. Oh, scheiße, ich sehr schnell. Oh, fuck. Ich muss da rein. Da ist langsamer. Ja, ich nehm's zurück. Wisst ihr was? Fuck das. Yay! Wir haben uns... Ja, hallo, Chat meine ich natürlich. Hi, Chat! Da ist ein Pups. Ein Pups! Hi, hallo! Ach, wie schön! Die sind nicht die sind aktiviert. Ich hab doch gerade. Hast du dich gehört? Ich hab gemacht. Ich versuch das nebenbei noch irgendwie zu fixen, dass das funktioniert. Ich versuch's, okay? Ich gebe hier mein Bestes. Aber mein Bestes ist halt einfach nicht genug. Ich bin Vertretungslehrerin! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin einfach einfach gehatet! Please don't eat me. I am fragile. Sehr authentisch, diese Vertretung. Fast identisch zu Ginger. Hey, das ist super, oder? Ich habe Hörner. Und ich habe meine Flügel. Sehe ich nicht aus wie ein Succubus? Ich suck. Suckabus. Sorry, Mann, ey. Ich kann nicht aufhören. So. Also. Ich guck mal kurz, ob ich das fixen kann. Actually. Oh. Nope, das macht gar keinen Unterschied. Ich mute mal kurz die Musik, ja. Und ich gucke kurz mit meinen 2 Streamer-Augen. Please, be ready for scuff. A, B, C, M. Unterschied. Ist auch kein Sound. Doch, ich bin ein Soundboard. Hallo? Wieso werde ich hier jetzt in irgendwelche Schubladen gesteckt? Ich bin ein Soundboard. Piep, 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 piep. Piep, piep, piep. Ja, okay. So. Wisst ihr was? Scarf kann ich nicht besiegen heute. Der Scarf, der bleibt. Aber ist okay. Ist okay. Wir sind bereit für den Scarf. Ich habe auch noch schöne Lieder für euch, by the way. Ich habe ganz viele schöne... Ich habe extra Lieder rausgesucht für euch. Ach, wie schön. Perfekt. Nein. Okay. Habt ihr Lust? Mit mir. Wer wird Millionär zu spielen, Chat? Habt ihr Lust oder habt ihr noch Fragen?
Du. Seid ihr bereit? Okay. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich würde gerne mit euch Wer wird Millionär spielen. Und es wird einen Telefonjoker geben, jetzt schon mal vorab, ja? Und wir gucken mal, ob wir heute an die Million drankommen oder nicht. Ihr dürft gerne die Antworten, die ihr denkt, in den Chat schreiben. Oh, irgendwas ist hier. Ich habe Schluck aufbekommen vom Toilettenpupser. Dankeschön. Und danke für den Nahverkehr. Thank you. Okay, ihr habt Bock. Okay. Das ist sehr gut. Let me try one more thing. Okay. Eine Sache versuche ich noch, bevor ich... Aha. Macht mal Toilettenpupser. Macht mal Toilettenpupser für mich. Ich glaube, ich bin schlau. Dankeschön. Ich glaube, ich bin schlau. Habt ihr es gehört? Ihr habt's gehört, oder? Yo! Der hat richtig gut gesessen. Let's go! Ich hab's gefickt. Ich bin ein Streamer. Das ist laut. Oh je. Dann mach ich's noch lauter, okay? Ist gut. Jetzt ist aber leiser, oder? Jetzt ist gut, ne? Und ich kündige. Was willst du dann machen, wenn du nicht mal richtig kündigen schreiben kannst, ha? Spaß. Oh Mann, ich sollte echt vielleicht ein bisschen netter sein hier. Ihr seid gar nicht meine Mods, aber es fühlt sich gerade so an, als wärt ihr meine Mods. Muss ich ehrlich sein. Hi, hallo. Du mobst, wait, wie, ich weiß noch nicht mal, wie der Name ausgesprochen wird. Welix? Walx? Walzer? Walks? Wakes? Wix? Ich weiß es nicht. Welix, oh, okay. So schnell. Nein. Ich bin schon mal ihre Mods. Ah, ich will euch gar nicht mobben. Aber Walzer will ich mobben. Nein, okay. Also, wollen wir ein bisschen Wer wird Millionär spielen? Wir machen eine kleine Aufwärmrunde. Ich glaube jetzt nicht, dass ich es zum ersten Mal im ersten Game bis zu einer Million schaffe. Aber wir versuchen es trotzdem, okay? Ja, okay, let's go. Aber die Alerts können, glaube ich, ein bisschen leiser. Dankeschön für 10 Monate. Dankeschön. What the fuck? Das Jahr geht echt so schnell rum, ey. Ich weiß noch, als du damals hier angefangen hast zu schreiben. Eisender, wirklich. Das waren so tolle Zeiten mit dir. Und jetzt schon 10 Monate. Mann, ey. Wirklich 32 Monate. Ach, Lucifer. Dankeschön. Okay. Ich gehe mal kurz hier rein. Bam. Let me be professional. Oh, lecker Babys. Oh, fuck. Alerts, egal. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Oh, Schnieke, ja. Und herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Yippie! Herzlich willkommen! Also, wie ihr sehen könnt, bin ich hier hinter den Alerts. Ich schieb die mal kurz beiseite. Die ärgern mich ein bisschen. Oh, shit. Komm dahin. Was heißt Jinja-Begrüßung? Was heißt das? Wow, Dankeschön! Dankeschön für all die Resubs und Follows! Ihr seid die allerbesten! Thank you! So, unser Setup ist
Millionär. So, einmal die Regeln. Ich erkläre kurz einmal die Regeln. Also, ich werde jetzt gleich die Wer wird Millionärsfragen einmal durchgehen, ganz normal durchgehen. Und wir haben 3 Joker. Wir haben einen 50-50 Joker, einen Community- oder Zuschauer-Joker. Und da werde ich die Mods tatsächlich darum bitten, eine Umfrage zu machen, wenn es soweit ist. Und wir haben einen Telefon-Joker und da rufe ich jemanden über Discord an und frage dann nach der professionellen Meinung dieser Person. Mal gucken. Das käme nicht. Ach, Walzer, hör auf. Okay. Sind alle Regeln verstanden worden? Kennt ihr Wer wird Millionär? Wer kennt Wer wird Millionär hier? Wer wird Wulionär, meine ich? Oh shit. Wer kennt Wer wird Wulionär von euch? Wer wird Millionär, by the way? Danke sehr für die Resubs. Thank you. Sehr gut. Ihr kennt es alle. Okay. Dann lese ich die erste Frage vor. Da sie leicht zerbrechen, sollte man beim Transport nicht zu sehr die A. Däumchen drehen, B. Zeit totschlagen, C. Füße hochlegen oder D. Eier schaukeln. Well. Okay. Da sie leicht zerbrechen, sollte man beim Transport nicht zu sehr die Super. Däumchen drehen? Das sind die Fragen, die verstehe ich meistens nicht, okay? Die verstehe ich meistens nicht. Die sind mir ein bisschen zu viel. Däumchen drehen, Zeit zuschlagen, Füße hochlegen? Da sie leicht zerbrechen. Ah, dann wahrscheinlich Eier schaukeln, oder? Okay, da sie leicht zerbrechen, sollte man beim Transport nicht zu sehr die Eier schaukeln. Das nehme ich jetzt. Mal gucken, ob es passt. Brrr. Ja, es ist richtig. Es ist richtig. Yippie! Woo! Let's go. Ihr habt auch, glaube ich, alle D gesagt, nicht wahr? Ihr habt, glaube ich, auch alle D gesagt. Es fängt einfach an. Es wird aber immer schwerer und schwerer. Okay. Nächste Frage. Wenn Angela Merkel ihren neuen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis aufsucht... Okay. Holt sie sich einen Döner! Ja, sie holt sich einen Döner! B, bestellt sie ein Pizzataxi? C, geht sie zum Griechen? Oder D, gibt's Kantinenessen? Super, die Alerts kommen jetzt hierher, habe ich entschieden. Ja, perfekt. Die sind dort so schön aufgehoben. Ich kenne mich nicht mit Politik aus, Leute. Deswegen hätte ich eigentlich Döner gesagt, aber der Name klingt sehr griechisch. Deswegen würde ich für C gehen. Ich weiß nicht, ob das actually jemand ist. Ob das actually eine Person ist. Ich weiß es nicht. Persönlich wäre ich für Döner, aber ich bin jetzt für C. So, für das hier. Ja, doch. 1, 2, 3! Yo, let's go! Hey, wir sind gut. Wir sind gut, Chat. Sehr schön. Mein lieber Moderator. Warte mal. Sorry. Mein lieber Günther Wu, haben Sie ein paar Kommentare zu unserem bisherigen Spiel? Oh, Baka, danke schön, Baka. Hi. Oh shit. Oh, hallo? Hallo? So, jetzt aber. Oh, hallo und herzlich willkommen zu Wer wird Fulionär? Ich bin euer Moderator für heute, Günther Wu! Wow, Günther Wu, ich wollte Sie schon immer mal treffen! Danke sehr, dass ich heute
Und ich hoffe, alle im Zuschauerpublikum, im Publikum, freuen sich auch mit dabei zu sein. Freuen sich alle im Publikum! Ja! Ja, let's go! Alle Patschehändchen raus, alle Patschehändchen raus! Okay, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, auf diese wunderschöne Runde Wer wird Millionär. Ich habe gesehen, Sie haben die ersten Fragen super schnell beantwortet, Frau Looney, von Looney von Succubus Ginger. Ja, wie fühlen Sie sich denn gerade momentan? Ja, also ich muss ehrlich sein, ich bin sehr nervös gerade, vor allem vor so einem tollen Publikum. Jetzt hier solche Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, ob ich die 1 Million heute schaffe, aber das ist mein Ziel. Ich komme nicht mit weniger raus als mit, sagen wir mal, 16.000. 16.000 ist heute mein Ziel. Und natürlich die 1 Million eigentlich mein Ziel, aber ich weiß ganz genau, wie das enden wird. Vor so einem tollen Publikum, das wird, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen, ja. Okay, alles klar. Dann machen wir mal weiter. Ab jetzt, lese ich die Fragen vor. Was bereitete wohl vielen armen Rittern Probleme? A. Krankenkassenbeiträge. B. Lohnenben. Hä? Was ist das für ein Wort? Warte mal. Lohnenben. Lohnnebenkosten? Lohnnebenkosten. C. Rüstungsausgaben oder D. Solidaritätszuschlag. Wow, das ist wirklich eine schwierige, wirklich, wirklich eine schwierige Frage, Herr Günther Wu. Also ich muss ehrlich sagen, wenn die Frage schon lautet, was bereitet wohl vielen armen Rittern Probleme, dann muss die eigentliche logische Antwort ja sein, C. Rüstungsausgaben. Weil Ritter und Rüstung haben ja viel miteinander zu tun. Vom Rest habe ich überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich jetzt verzichten. Sind Sie sich aber sicher? Frau Looney Wu, ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist, aber ich weiß auch bei den anderen nicht, was die Antworten sind. Ja, doch, ich logge C an. Ich logge C ein. Okay, ich tu's. Ah, es ist richtig! Let's go! Super, good job! Sehr schön. Dialog im Einkaufswagen. Hol an alle. Wer von euch ist ein 405-Typ? Oh Mann, ey. Sie sind aber lustig. A. Schwermütig. B. Niedergeschlagen. C. Depressiv. Oder D. Melancholisch. Es ist auf jeden Fall zu 100.000% D. Melancholisch. Oh Mann, ey. Wer von... Seid ihr 405-Typen? Seid ihr 405-Typen, Chat? Ja oder nein? Ja oder nein? Ich war schon... Ja? Ja? Seid ihr? Okay. 408er. Oh shit. 1050er is the way to go. Kann ich mich bei Wer wird Millionär nicht erinnern. Doch, die Anfangsfragen sind immer so. Das ist echtes Wer wird Millionär, Leute. Ihr müsst mir glauben, okay? Ich bin Error 418 mit Typo 0850er. Okay. Ich verstehe. Ich bin eher so der 410er Typ. Wow. Wenn ich das alles nur interpretieren könnte. Aber ich gehe mal davon aus, dass es euch allen super gut geht, oder? Ich war sehr schön. Lächeln wir weiter. Through the pain. Weiter geht's. Ich wollte jetzt C andrücken. Ups, D natürlich. Ich wollte C drücken! Oh mein Gott, okay. Weiter geht's. Sie sind ganz schön gut dabei, Frau Looney. Aber diese Frage wird schwerer sein als die davor.
sind die Bandmitglieder von Silbermond im südwestlichen Zipfel der Schweiz dann besuchen A. Leipziger Galerei, B. Meißner Gorzellan, C. Dresdner Golem oder D. Bautzener Genf? Ich weiß es nicht. Sind die Band? Band? Oh, Band! Ich habe Bandmitglieder gedacht. Ich habe jetzt an Bandnudeln gedacht oder so. Oh mein Gott. Die Bandmitglieder von Silbermond im südwestlichen Punkt der Schweiz. Dann besuchen Leipziger Galerei, Meißner Gorzellan, Dresdner Golem oder Bautzener Genf. Genf? Genf? Genf ist ein Ort. Und der Rest auch bestimmt. Nicht wahr? Also, ich kenn nur D. Also jetzt, Bautzener ist, glaube ich, was anderes als... Also ist dann getrennt. Aber dann besuchen Dresdner, besuchen dann Golem. Oder Leipziger, besuchen dann Galerei. Oder Meißner, besuchen dann Gorzellan. Oder Bautzener, besuchen dann Genf. Hä? Ja, ich mach mal den, ne? Ja, es ist der gewesen, holy shit! Let's go! Das ist so gut! Ja, das ist die einzige Stadt in der Schweiz. Ich kenn mich aus mit der Schweiz. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, weiter geht's. Das war eine schwierige Frage und ich glaube, ab jetzt wird's auch nicht einfacher. Deswegen fahren wir fort. Welche Bedeutung hat die Bezeichnung Omnibus wörtlich? A. Nur für Omis. B. Nicht für Fußgänger. C. Mit Dieselmotor. Oder D. Für alle. Ich glaube... B oder D. Also, es heißt ja wörtlich, deswegen es kann kein Dieselmotor sein, es kann auch nicht für Omis sein. Oder vielleicht ist es gerade für Omis. Fußgänger, ich weiß nicht, ob Fußgänger im Lateinischen irgendwie Omni heißen. Ich glaube, Omni heißt für alle. Ich weiß es nicht, doch. Ich glaube schon. Muss eigentlich. Oder doch für Omis? Soll ich A machen, Chat? Soll ich A machen für Omis? Ich glaube, das wäre schon süß. Nur für Omis. Das wäre doch süß, oder? Guckt mal, ein Bus nur für Omis. Und die fahren dann so rum. Und gucken dann so rum. Und dann parken die am so... Am keine Ahnung, am so See. Und dann machen die dazu Omi-Picknick. Und dann steigen die in ihren Bus rein. Und dann geht's wieder zurück in Altesheim. Okay, ich nehme den. Oh, 1000! Leute, wir haben 1000! Let's go! Das ist super. Oh mein Gott. Wir haben 1000. 1000 in der Täschle. 1000 in der Täschle haben wir. Nächste Frage. Der Bürgermeister von New York hieß bis 2013 Mike A. Lindenberg, B. Blocksberg, C. Bloomberg oder D. Underberg. Ich glaube das hier. Den Rest kenne ich nicht. Wobei Michael Blocksberg wäre schon ein Banger-Name für so einen New York Bürgermeister. Stellt euch vor, der heißt einfach Michael Blocksberg. Und ist dann so der. Und ist dann so der Bürgermeister von New York. Stellt euch vor! Und dann sagen alle, Herr Blocksberg, Hex, sagen die dann. Hex, bitte, Hex, die Stadt gut. Hex, die riesen Ratten weg. Wusstet ihr, dass es in New York riesige Ratten gibt? Ich habe letztens ein Video gesehen, auf TikTok, wo so eine kleine Ratte irgendwo ist auf einer Straße und da ist so
wie bei S, bei dem Film, so eine Kanalisation und da ist irgendwas drunter und da ist so eine kleine Ratte und die guckt so ein bisschen, die isst so ihre Krümel und dann kommt einfach so eine riesige Ratte, so eine riesige, wirklich, die ist dann so groß wie eure zwei Füße zusammen und die schnappt sich dann so die eine Ratte und dann macht die so und zieht die mit. Und das ist so gruselig. Das ist so gruselig. Oh, danke sehr, Black Rebel. Thank you. klingt nach New York, ja, richtig gruselig. So, also, ich würde sagen, wir nehmen Bloomberg. Weil das ist das Einzige, was mir was sagt. Aber ich glaube, das ist auch ein Schauspieler oder ein Direktor oder so, ein Filmdirektor. Ich weiß es nicht, though. Mich und Bloomberg. Oh. Okay. Das war richtig. Holy shit. Okay, nächste Frage. Welches Amt übernahm der SPD-Politiker Carsten Schneider im Dezember 2021? A. Westdelegierter, B. Nordsekretär, C. Ostbeauftragter oder D. Südvertreter? Entweder B oder C, glaube ich. Oh, einfach vom Gefühl her. Aber ich kenne mich halt, wie gesagt, gar nicht mit Politik aus. Ist doch scheiße. Weil es ist denn ein Westdelegierter. Nordsekretär macht irgendwie auch wenig Sinn. Ostbeauftragter macht am meisten Sinn. Und Südvertreter ist irgendwie ein bisschen blöd. Scheiße. Ich weiß es nicht. Ach Mann! Nie ohne Socken waschen. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo Osten ist. Ist irgendwas passiert 2021? Nee, oder? Scheiße, ist schon Zeit für einen Joker. Heute! Ich bin noch nicht bereit. Ich glaube, Ostbeauftragter. Ich weiß noch nicht mal, was Delegierter heißt. Ich kenne das Wort nicht. Ich weiß nicht, was das Wort heißt. Mein Gott. Ich mache einen Joker. Ich mache 50-50, okay? Leute, ich mache 50-50. Seid ihr bereit? 5, 4, 3, 2, 1. Genau die ich nicht brauche! Genau die ich nicht brauche! Ich mach Ostbeauftragter, Fakt ist. Oh. Oh. Oh Gott. Okay, es war der Ostbeauftragte. Es war der Ostbeauftragte. Thank you. Ah, oh, das ist doch super. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt bei 4000, okay? 4000. So, nächste Frage. Welcher weltberühmte Schnulze beginnt mit den Worten Every night in my dreams, I will always love you. B. My heart will go on. C. Careless whisper. D. Eternal flame. Every night in my dreams, I see you, I feel you, do 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 down, down, wherever you go, and blah blah, in my heart, go on. Gott. Richtig, richtig cool. Okay, das hatte ich noch drauf, Leute. Nächste Frage. Welcher Streifen ging vergeblich für Deutschland in das Rennen um den Oscar für den besten fremdsprachigen Film? A. Die Bauchtrommel, B. Das weiße Band, C. Nirgendwo in Afrika oder D. Das Leben des Anderen. Wow, welcher Streifen ging vergeblich für Deutschland in das Rennen um den Oscar für den besten
fremdsprachigen Film. D, die Blechtrommel. B, das weiße Band. Darf ich wenigstens googeln? Also, wie die aussehen. Ich will nur die Bilder sehen. Ich will nur die Bilder sehen. Ich schwöre, ich google nicht die Antwort. Aber ich will nur gucken, was, so wie die aussehen. Das weiße Band nirgendwo in Afrika? Ich mach das jetzt. So. Okay, Blechtrommel. Das klingt schon so komisch. Blechtrommel. Was ist das? Ist das so ein Kriegsfilm? Oh, scheiße. Was ist das für ein Land? Es geht um einen... Okay, nee. Wisst ihr was? Ich google doch nicht. Ich google doch nicht, weil... Weil ich habe gerade gegoogelt. Bei Blechtrommel. Und da steht drin, dass es ein deutscher Film ist. Oder irgendwie deutsch. Weil das wäre dann ja nicht mehr fremdsprachig. Wisst ihr, was ich meine? Das gibt ja gar keinen Sinn. Deswegen haben wir jetzt Pech. Und zwar richtig Pech. Und was ist, wenn ich rate? Weil... Mein Instinkt sagt mir D, das Leben des anderen. Das klingt so, als würde es um... Weiß ich nicht, um irgendwas... Vielleicht um... so Immigranten gehen vielleicht, wisst ihr? Deswegen würde ich vielleicht D sagen. Ich rate D. Okay? 3, 2, 1. Fuck. Nein! Oh, ich kann weiterspielen? Wait. Ich will nicht weiterspielen. Ende, ich will nicht weiterspielen. Scheiße, wir haben verloren. Okay, passt auf. Hi. Ich brauche kurz eine Denkpause. Das weiße Band war richtig. Das weiße Band. Woher soll ich wissen, dass das weiße Band richtig ist? Ich habe noch nie davon gehört. Hey, du hattest einen Oscar bekommen? Nee, ne? Einmal bitte alle F in Chat schreiben. Holy Sheep, das war gar nicht gut. Oh mein Gott, Xat und Dankeschön! Für die Riesrup! Yeah. Big F. Well, unser erster Versuch bei Wer wird Millionär war auf jeden Fall richtig schlecht. Also so richtig, richtig schlecht. Ich weiß nicht, wie wir das verloren haben. Aber die Fragen waren noch ein bisschen... Ich glaube, die waren noch ein bisschen schwer für mich. Wisst ihr? Ich glaube, die nächsten Fragen sind einfacher, Leute. Ich glaube, die sind einfacher. Wirklich. Welche Frage fandet ihr am schlimmsten? Ich fand ja die Fragen mit den Eiern am schlimmsten. Die erste Frage direkt. Das sind immer die komischsten. Das sind immer die komischsten Fragen. Gibt es immer irgendwas Komisches? Wir hatten das schon so oft. Wirklich. Alle waren unterschiedlich auf. Aber das sind echte Wer wird Millionärs-Fragen. Das sind echte Fragen zum Üben, by the way. Wirklich echte Fragen. Richtig, richtig echte Fragen. Deswegen sind die auch ein bisschen. Ne? Deswegen sind die auch ein bisschen so. Aber ich habe eine Frage für euch. Und zwar. Oh shit, wieso stinkt Ginger eigentlich? A. Weil sie eine Ziege ist. B. Sie kommt aus der Hölle. C. Sie stinkt nicht. Oder D. Weil sie nie ihre Hörner wäscht. D. A. Okay. B. Dankeschön. Thank you. Dankeschön, Musik. C, D. C. Okay. A, D, C, D. C, A, E. B, A, B, C, D.
Es ist sehr, du bist unverschämt. Nein. Ich habe doch die Frage nicht geschrieben. Hallo? Die war da in meinem... Die war da im offiziellen Wer wird Millionär? Okay, ich habe das doch nicht hingeschrieben. C, okay. D, sie wäscht sich ja nicht mal die Hände nach dem Klogang. Relatable doch. Doch. Danke schön, Radqua. Thank you for the resub. F, C. C, A, B, D. Wisst ihr? Ihr habt recht, es ist alles. Nein, es ist alles außer C. Es ist alles außer C. Richtig. Habt ihr euch jemals Gedanken gemacht, wie sie sich wäscht mit ihren Hörnern und ihren Flügeln? Wisst ihr, wie süß das aussehen muss? Oh, shit, wenn sie das hört, dann kriege ich Ärger. Aber wisst ihr, wie süß das aussehen muss? Sie schlägt sich dann bestimmt wie so eine Eule. So, wisst ihr, so mit den Flügeln. Bestimmt. Richtig, richtig adorable. Das wäre voll adorable. Wieso Toss? Ich wollte jetzt nicht Toss werden. Badet sie nicht in Lava? True. Der Dreck brennt in der Lava doch einfach weg. Oh, ist das so? Darüber habe ich noch gar nicht gedacht. Oh no. Ich dachte, Ginger wird in der Waschstraße sauber gemacht. Doch. Du bist aber Toss. Ja, okay, Walzer. Ist okay. Nee. Es ist halt... Ich muss ehrlich sein. Ich wünschte, ich könnte mein eigenes Echo irgendwie ausmachen. Weil das ist sehr... Wie nennt man das? Es macht mir Aua. Wir probieren mal kurz was aus. Hallo? Wait. Nee. Hallo? Nee. Hallo? Oh, wait. Hallo? Das klingt komisch, oder? Oh, shit. Hallo? Wisst ihr, ich krieg's nicht gefixt. It doesn't work. Nee. Es funktioniert nicht, aber ist okay, dann höre ich mich halt selber doppelt. Ist okay. Das macht mir bloß keine Angst, no. So. Sagt mir, wenn ihr bereit seid für die nächste Runde, wer wird Millionär, okay? Wir müssen heute schon die 1 Million schaffen. Müssen wir schon, wisst ihr? Wer ist Marcel Davis 1 und 1? Wer ist das? Hä? Wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft? Was? Der Leiter für... Hä? Was für eine Werbung? 1 und 1 Werbung? Ich will jetzt gucken. Wartet mal. Wie heißt der? 1 und 1 Werbung. Marcel Davi. Das will ich mir jetzt kurz anhören. Wartet mal. Ich glaube, ihr hört es auch nicht. Aber ich übersetze euch, okay? Hallo. Jemand hat uns geschrieben. Ui. Ja, er muss irgendwas neu installieren. Herr Neumann oder so. Wow! Ich bin gar nicht gebildet. Wow, man kriegt zu dem Nobim Ding bekommt man sogar noch was. Das ist ja so cool. Modem. Und der Modem installiert sich ganz automatisch? Alter, überzeugt. Ich bin so überzeugt, Leute. Ist vor allem bekannt aus YouTube-Poop-Videos. What? Was? Yes, YouTube-Poop-Videos. What? Danke schön, Sonnenbay, by the way. Thank you. Ja, ich gratuliere dir für die 14 Monate. Wirklich alles Gute für dich und dein Baby. Und ich freue mich schon zu sehen, wie es wächst. Dankeschön.
Dass du YouTube-Kacke nicht kennst. Oh, Leute, was ist das denn? Ich weiß nicht, was YouTube-Kacke ist. Ist das ein Format? Das sind zusammenhangslose Zusammenschnitte von Videos. Ja, einfach so Clip-Compilations oder was? Oh? Hä? YouTube-Kacke zu kennen, muss man wirklich deutsch sein. Das ist YouTube-Geschichte. Ich kenne das nicht! Das sind Werbeclips. Echt? Ui, das will ich mal gucken! Also ich habe jetzt gegoogelt und da kommen halt regelmäßig Videos irgendwie von verschiedenen Leuten. Aber wenn es da irgendwie so einen Kanal gibt, dann sagt mir gerne welcher. Luni kennt nur K-Dramas und das war's. Hä? Das stimmt gar nicht. Ich kenne K-Dramas und Animes und japanische Dramen und chinesische Dramen. Das gucke ich gerne. Das ist das so, was ich gucke. Ich gucke kein YouTube. Also nicht viel. Wenn ich YouTube gucke, dann gucke ich so Vlogs oder so ASMR-Vlogs vor allem. Ja, doch. Das ist so mein Ding. Das ist so ein generelles Format. Ach so, ja, von vielen Channels. Okay. Teilweise sehr politisch unkorrekt. Also pass besser auf, was du guckst. Oh je. Yeah. Oh, shit. Da ist mir was geschickt. Marcel Dart Beef mit Andreas. Ich habe jetzt gedacht, ihr habt gesagt, oh ja, dieser Marcel Davies, der ist bekannt durch YouTube-Poop-Videos. Und ich war schon direkt so, wait. Was macht er bitte? Wait. Gibt es auf YouTube-Videos, die in so eine Richtung gehen? Ich habe schon wieder komplett kinky gedacht. Komplett? Erstmal ohne Ton. Ach so, warte mal, ich guck mal kurz rein. Aber ich glaube, ihr hört den Ton eh nicht, oder? Oder hört ihr den Ton? Wieso ist das so komisch geschnitten? Der geht so zurück und nach vorne. Das macht mir Angst, das ist gruselig. Der geht einfach so nach vorne und nach hinten. Das ist voll gruselig. Wundert dich nicht, ich kenne ihr. Kein Wunder, ey. Der geht wieder zurück. Ah, oh, fuck. Sorry, da war gerade ein lautes Geräusch. Okay. Wir gucken uns das nicht noch weiter an. Nee, ich guck das nie wieder. Nee. Hallo, Aru! Hallo! Hallo, ich bin Jinwu. Heute. Ich habe uns immer für den Namen festgelegt. Ich weiß es nicht. Luni für Bundeskanzlerin. Internet ist Neuland. Hä, ich weiß doch nicht, was YouTube-Kacke ist. Das war voll verstörend gerade. Das ist so nach vorne, nach hinten und dann so. Das ist ja richtig gruselig. Nun, es tut uns leid. Willkommen auf unserem Channel. Hallo. Wollt ihr mir noch irgendwas erzählen, was ich vielleicht wissen sollte, bevor es jetzt gleich weitergeht? Ich weiß es nicht. Gibt es sonst noch irgendwas Gruseliges, was ihr versteckt haltet hier in diesem Channel? Ha? Ha? Entschuldigung. Ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Namen wählen. Wie viele VIPs hier reinschleichen? Hä? Ja, natürlich. Und ihr seid das größte VIP hier, Chat. Ihr seid unser allergrößtes VIP. Wisst ihr das? Wisst ihr das, wie VIP ihr seid? Ihr seid VIP von VIP, seid ihr. Die VIPsten. Nicht der Durchfallmann. What the fuck? Was für Durchfall, Mann. Leute. Was? Oh nein. Hört auf. Das ist eine Animation? Das ist eine Animation?
Er ist pompös und diarrhös. Ich will nicht mehr. Ich will hier raus. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Danke. Danke, was ihr, danke, dass ihr mir sowas zeigt. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Durchfall, Mann? Wow. Diese Animation hat bestimmt eure Kindheit geprägt, oder? Bestimmt, oder? Seid ehrlich. Deswegen seid ihr so. Ich kann jetzt nichts mehr hinterfragen. Deswegen seid ihr so. Es gibt wirklich keine Entschuldigung mehr. Ich verstehe alles. Ich verstehe wirklich alles. Und es macht mir Angst. Es macht mir so Angst. Danke sehr, Kaito. Gab es noch kein Internet. Wenn du gut Videos gucken willst, kann ich den Kanal Bergziege empfehlen. Das ist ein super Kanal. Das ist so ein toller Kanal. Leute, kennt ihr Bergziege auf YouTube? Kennt ihr den? Kennt ihr Gingers Kanal auf YouTube? Kennt ihr den schon? Seid ihr Abonnent? Ich hoffe, ihr seid Abonnent. Wenn nicht, dann weine ich. Leute, ich kann Double Horn machen! Ich kann Double Horny sein! Ich kann Double Horny sein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann Double Horny sein, passt auf. Oh mein Gott! Ich bin jetzt Double Behorn! Jetzt habe ich vier Hörner? Look at this! Look at this! 1, 2, 3, 4! Yo! So viele Hörner gab es hier noch nie. Hä, hey, wie cool! Ich liebe Wu. Komm, Wu, wir gehen. Nicht Wu essen. Nicht Wu essen. No, no, no. Nicht essen. No, no, no. Seine Wolle ist zu zart für diese Hölle hier, muss ich ehrlich sein. Die ist viel zu zart für diese Hölle. Die verbrennt nur. Deswegen muss er weg. Er muss zu seinem frischen Gras. Zu seinem besten Gras aus der Niederlande. Yes, yes, yes. Wu ernährt sich nur vom besten Gras. Sorry, Leute. Ich muss viel trinken. Ich muss ganz, ganz viel trinken, okay? Okay. Ich bin jetzt bereit für noch eine zweite Runde. Wer wird Millionär? Wer wird Wu-Junär? Scheiße. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich hätte Lust. Seid ihr auch bereit? Ihr dürft gerne mitraten. Ich würde sagen, wir versuchen uns wieder an die Millionen, okay? Let's try it. Wow. Wow! Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu Wer wird Wu-Junär? Ich bin euer Host, der Günther Wu, und starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Windkraft ist im Vergleich zu anderen Energiequellen eine A. Lösung, B. Chance, C. Auswahl oder D. Alternative. Es ist D. Doch, es ist D. Doch. Ich weiß nicht, wieso die so sind, aber Windkraft ist im Vergleich zu anderen Energiequellen eine Alternative, wisst ihr? Weil es eine Alternative für eine Alternative ist. Ihr seid für B? Nein, es ist D, Leute. Let's go for the D, okay? Let's go for the D. Oder habt ihr noch andere Vorschläge? Ja? Ja? Okay. Gut.
Dann machen wir das doch mal. D. Wow, die ersten 50 Euro haben wir schon mal in der Tasche. Oder haben wir beziehungsweise noch nicht. Sie sind auf jeden Fall auf unserem imaginären Webbit-Fulionär-Konto. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Applaus, Applaus. Und jetzt werde ich nichts riskieren, denn ich möchte wirklich die 1 Million schaffen. Mal gucken, ob wir es bekommen. Was bekam TV-Hunde-Coach Ritter wahrscheinlich von seiner Mutter zu hören, wenn er als Kind in der Nase bohrte? Nambuk A, Kampa I, Tequila, Martini! Ah! Was? Sind das alles? Ist das Alkohol? Oh, danke für den Toaster. Ist das alles Alkohol? Ist Sambuk A? Ist das ein. Sagt man das? Ein Cocktail? Das sind Drinks. Campari, Sambuka, Tequila, Martini. Ja, dann Martini wahrscheinlich. Weil wenn der Röter heißt, heißt er bestimmt Martin. Nehmen wir doch mal D. Es muss ja auch ein bisschen schwerer werden hier. So, weiter geht's. Die ersten Fragen sind die schlimmsten. Ja, true. Ist ein Schnaps. Ach so. Wer der Formel 1 Ebel sein Steak stets schön blutig, so mag es. A. Rabat. B. Tripolis. C. Kairo. D. Tunis. Will der Formel 1 Ebel sein Steak stets schön blutig, so mag es. Kairo. Easy. Easy bis jetzt. Weiter geht's. Wen ein überraschendes Ereignis völlig verblüfft, der ist A. Von den Socken, B liegt auf der Tasche, C steht's unter den Kartoffeln oder D sitzt auf den Ohren. Ich habe ein Problem. Und zwar verstehe ich, wer es nicht weiß, ich bin in einem komplett polnischen Haushalt aufgewachsen, okay? Also ich hab nicht Deutsch als erstes gelernt, ich habe Polnisch als erstes gelernt. Und deswegen hatte ich auch bei mir zu Hause nie sowas wie wundervolle deutsche Sprichwörter gehört. Und deswegen sind deutsche Sprichwörter mein Feind Nummer 1. Feind Nummer 1. Deswegen habe ich absolut keine Ahnung, was das ist. Ihr spammt alle A, deswegen gehe ich davon aus, dass es A ist. Aber sagt man, ist von den Socken, heißt es nicht, ist aus den Socken gehauen? Also aus den Socken gehauen. Verblüfft, er ist von den Socken? Wieso ist man von den Socken? Das ist doch falsch, oder? Oder liegt auf der Tasche, das macht keinen Sinn. Steht unter dem Kartoffel, macht auch keinen Sinn. Und sitzt auf den Ohren, könnte vielleicht richtig sein. War es richtig? Na gut. Okay. Ich bin von den Socken. Hey, sagt man das wirklich? Okay. Interesting. Weiter geht's. Wer dehydriert ist, der hat zu wenig A geschlafen, B getrunken, C Sport getrieben, D ferngesehen? Hey, ist das eine echte Frage? Ist das eine echte Frage? What? Hä? Aber man weiß doch, was dehydriert ist, oder? Danke, Silvanoxy. Thank you. Danke für 13 Monate. Vielen lieben Dank. Oh. Kannst du auch, wow, wow? Ich bin ein Wolf, okay? Ich bin ein Wolf, ein Werwolf. Trinken nicht vergessen. Macht ihr so einmal pro Stunde trinken? Ich hab schon fast leer. Was sagt denn Jama? Schlucken! Schlucken! Oh, Schnieke! Dankeschön! Dankeschön, Max! Thank you und Dankeschön, Havok! Dankeschön! Vielen lieben Dank! So, dann machen wir mal getrunken. Das ist ja obviously das Einfachste hier. Alle schlucken, wer nicht schluckt, der nicht gewinnt. Nächste Frage. Was bezeichnet oft ein und dasselbe? A. Bandmaß und Maßband, C. Bügeleisen und Eisenbügel, C. Latzhose und Hosenlatz oder D. Druckknopf und Knopfdruck? Das ist wieder so eine Frage, da muss man Deutsch für können. Ich glaube, es ist A. Bandmaß und Maßband, weil Bügeleisen und Eisenbügel ist was anderes. Eine Latzhose, ein Hosenlatz ist auch was anderes.
Und ein Druckknopf und ein Knopfdruck ist auch was anderes. Ein Bandmaß und ein Maßband ist, glaube ich, dasselbe. Ich bin mir nicht sicher, du. Ich glaube schon. Oh, ja, okay. Okay. Dann machen wir mal. Ah, Bandmaß und Maßband. Und es ist richtig, Leute. 1000 Euro haben wir in unserer imaginären Tasche. Einmal Applaus. Eine Runde Applaus, bitte. Und eine Runde Applaus. Yes, yes, yes. Perfekt, perfekt. Oh, this is so good. Oh. Dankeschön, Dankeschön. So. B? B? Wieso B? Ich sag nur A. Okay, weiter geht's. Sorry, sorry. Ich muss nur noch was nachgucken. Wie heißt der Schachzug, bei dem gleich zwei Figuren auf einmal gezogen werden? A. Parade, B. Rohade, C. Kaskade oder D. Charade? Ich bin Schachpro. Ich bin Schachpro. Und deswegen ist es B. Rohade. Rohade. Das habe ich schon damals gelernt. Die Rohade. Wobei ich Kaskade auch richtig gut finde. Am liebsten würde ich Kaskade drücken. Aber nein, es ist B. Around 2000, let's go! Okay! Welcher dieser Städte liegt in Bayern? A, B, A, B. A, Bad Schwartau, B, Bad Münstereifel, C, Bad Reichenhall oder B, D, Baden-Baden? Oh. Ich weiß es nicht. A? C? B? Dafür müsste ich Geografie können. Ich kann doch keine Geografie. Hä? Die Antworten sind ja schön, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Ah, die meisten sind für C. Baden-Baden ist in Baden-Württemberg? Okay. Ich hätte jetzt A gesagt, aber alle sagen C. Ja, bei der einfachen Frage, ne? Ihr könnt mich ja auch mal verwirren im Chat, Leute. Auch die Leute, die nicht wissen, können ja auch einfach mal raten. Dann verwirrt ihr mich wenigstens. Ihr müsst mich verwirren, Chat. Ihr müsst verschiedene Buchstaben schreiben, okay? Verwirrt mich bitte. Es ist ja super easy hier. Ich mach C. A, X, E... C, okay, F, Y, E, E, okay, okay, Y, mhm. Es ist D. Ja, okay. Aber nächste Frage verwirrt mich, okay? Verwirrt mich so richtig, ja? So richtig, okay, Chat? Deal? Let's go. Let's go, this is teamwork. C. Nice, good job, ich bin so stolz auf euch. So, nächste Frage. Was war ein wichtiges Schlagwort der US-Politik während des Kalten Krieges? A. Domino-Theorie, B. Mikado-Methode, C. Schachlehre oder D. Monopoly-Hypothese? Bitte was? Was war ein... Oh nein, jetzt verwirrt ihr mich wirklich. Oh nein! Oh nein, hört auf! Leute! Ja, also es ist nicht die Monopoly-Hypothese. Schachlehre. Ah, scheiße, was habe ich gemacht? Nein! Okay. Ist es Zeit für einen 50-50-Joker? Ich kann ja nicht einfach irgendwas machen, oder? Domino-Theorie? US-Politik während des Kalten Krieges. Ich kenne mich doch nicht aus mit Politik. Auch nicht mit Geschichte, auch nicht mit Geografie. Ich weiß gar nichts. Domino-Theorie klingt legitim.
Mikado-Methode? Nee. Also B und D ist es ja nicht. Es muss A oder C sein. Entweder die Domino-Theorie, wobei Domino-Theorie macht irgendwie gar keinen Sinn. Eher Schachlehre, oder? Weil im Krieg muss man ja so Schach, so zack, zack, zack. Und das geht hier hin und das geht hier hin. Und wir machen das und das. Also an sich wäre ich für C. Der Rest macht keinen Sinn. Ah, ihr macht das schlau, Chat. Ihr macht das schlau. Wenn ich eine Sache sage, dann sagt ihr die andere im Chat, nicht wahr? Oh, fuck, ey. Wieso habe ich das gemacht? Ich mache 50-50. Und wenn A und C bei rauskommen, dann nehme ich C, okay? Oh. What? Ja, dann muss es A sein. Holy shit. Jetzt schreiben alle B, es ist B. Ja, klar, ich mache jetzt das Gegenteil, was ihr mir sagt. Ich mach A. Ja, let's go. Nice, nice, nice. Das war gut, das war richtig cool. Oh, die Domino-Theorie war's. Okay. Oh, interesting. Über welchen Fluss droht die Ruhmeshalle Valhalla? A, Rhein, B, Weser, C, Donau oder D, Elbe? Übrigens, Frau Lunivu, was soll ich sagen, wenn Sie diese Frage überstanden haben, dann sind Sie bei der 16.000-Euro-Frage und so viel näher an den 1 Million. Deswegen viel Glück weiterhin und wenn Sie Fragen haben, dann sagen Sie es ruhig. Okay, shit. Rhein, Weser, Donau, Elbe. Shit. Ich hätte gesagt B vielleicht. Vielleicht B, Weser. Aber ich weiß nicht, wo welche Flüsse sind. Und ich weiß auch nicht mal, wo Ruhmeshalle Valhalla ist. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, wo die Ruhmeshalle ist. Ich kann doch nicht noch einen Joker benutzen, Leute, oder? Über welchem Fluss thront die Ruhmeshalle Valhalla? Mann, was mache ich denn jetzt? Alle sagen C, aber manche sagen D, manche sagen was anderes. Ich weiß nicht, welcher Fluss. Rhein, Weser, Donau, Elbe? Mann! Nimm E. Ich nehme einfach E. Das ist das Einfachste. Mann, ich weiß doch nicht. C. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich nehme C. Ich nehme einfach C. Wisst ihr, diesmal glaube ich an euch. Diesmal glaube ich an euch. Ihr habt mich vorhin verarscht, aber ich glaube, diesmal macht ihr wieder... Ich glaube, diesmal macht ihr wieder umgekehrte Psychologie. Wisst ihr? Ich glaube, ich mache das. Aber ich überlege halt auch, ob ich euch abstimmen lasse. Aber jetzt vertraue ich euch nicht mehr. Ich vertraue euch nicht mehr, Chat. Oh, scheiße, jetzt werde ich wieder nervös. Do I risk it? Ihr seid so gemein und jetzt sagt ihr B. Gesunder Zweifel ist immer gut. Ja, klar. Rhein. Okay, warte mal. Der Rhein ist ja so an Köln. Die Donau ist an... Weiß nicht, wo die Donau ist. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Wake. Die Donau ist... unten? Oben? Bayern, okay. Und die Elbe? Die Elbe ist in der Mitte, oder? Die Elbe ist safe in der Mitte. Okay.
Ich glaube, ihr macht umgekehrte Psychologie. Ich nehm C. Ich nehm C! Ich nehm C! Wisst ihr was? Ich hab's eingeloggt! Ich hab's eingeloggt! Es ist C. Oh, ich dachte, das wäre falsch. Ich hab gedacht, das wäre falsch. Shit. Oh Mann, okay. Es ist richtig. Yay, weiter geht's mit einer schweren Frage. Woo! Rein? Okay, okay. Also, wisst ihr, diese blöden Geografiefragen. Ich glaube, das ist wieder eine. Welche afrikanische See war vor Jahrhunderttausenden noch so groß wie das Kaspische Meer? A. Tschadsee. B. Angolasee. C. Kenia-See. D. Ghana-See. Ich sag B. Ich habe gedacht, das wäre richtig. Ich habe wirklich gedacht, das wäre richtig. Nein, ich hab wirklich gedacht, ich habe das schon mal gehört, habe ich gedacht. Nochmal? Wollt ihr nochmal? Okay, ich mach kurz Pause, aber ich brauche kurz eine Denkpause. Ich brauche kurz eine Denkpause. Ich muss hier kurz alles mal ansniffen hier. Wartet mal. Ich muss jetzt kurz mal hier. Oh, wo sind wir? Oh, hier gibt's so ein. Hier gibt's so einen schönen See. Das ist. Wie heißt der See? Chat? Ja, wie heißt der? Wie heißt der See dort? Hat er einen Namen? Oh. Steinchen. Angola-See. Wisst ihr was? Nochmal, okay. Eigentlich rot. Ja, welche Farbe haben die sonst? Schwarz einfach? Schwarz mit so einem Verlauf, oder? Gingers Badesee heißt der. Okay, Gingers Badesee. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich bin ja auch vielleicht nicht so... Vielleicht doch nicht. Ich bin vielleicht... Wir müssen niesen. Ich glaube, ich bin allergisch. Bin dann, glaube ich, allergisch. Und Dankeschön. Dankeschön. Thank you. Dankeschön. Thank you, thank you. Thank you so much. Einen wunderschönen guten Abend. Gegen was? Gegen die Lava hier, glaube ich. Ich habe zu viel gesnifft, habe ich hier. Zu viel gesnifft. Dankeschön. Thank you so much. Ah. By the way. Wie findet ihr den Chat hier? Wie findet ihr euch selbst? Ein paar Runden schwimmen? Nein. Ich glaube, dann verbrennst du. Findet ihr den schön, den Chat? Den habe ich selbst gemacht. Sims verkackt habe ich den. Mann, ey. Ich finde, Chat stinkt, wie immer. Wait, what? Wait. Chat, was für eine Beziehung habt ihr zu den Mods? Mögt ihr die Mods? Ich habe das Gefühl, die Mods, die mögen euch nicht. Die sagen, ihr stinkt. Die sagen, ihr stinkt richtig fett. Weiß ich ja nicht, ja. Alle, die was anderes sagen, werden jetzt gebonkt. Ich werde aufpassen, was ihr sagt. Lini ist meine Waifu und ich werde ihm demnächst daten. Glückwunsch. Das ist so süß. Wait. Majora und Nelini? Oder was? Oh, das ist so sweet.
Ich wusste das gar nicht. Hey, wie cool! Also, meine Mods daten sich nicht. Aber es ist schon süß, wenn sie das machen. Majora ist sehr kinky, musst du wissen. Mit Schneelini? Echt? Oh? Wait, wait, what's happening? Wieso blushen alle? Wait, wait, wait. Wait, wieso blushen alle? Was passiert hier? Oh. Da läuft was zwischen Majora und Schneelini. What? Oh mein Gott. Walzer ist ein guter Mod. Und schläft öfter. Nie wird von allen gedatet. Er ist die Dorfmatratze des Streams. Du bist die Dorfmatratze des Streams, Lini. Wir haben hier viele Beziehungen. Viele Dreiecksbeziehungen auch. Guck mal. Der ist nur am Blaschen. Hey, Lini. Ah. Cute. Ginger wird von jedem genommen. Warte, was? Warte, was? Wie von jedem genommen? Ihr müsst mir hier kurz alles erklären. Ihr müsst mir hier kurz alles erklären. Ich wollte Lini schreiben. Ich glaube, Ginger wird hier sehr vermisst, Leute. Ew, okay. Okay, 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 okay. Interesting, was hier passiert. Ich judge euch nicht, ich judge euch nicht. Ich bin ja sehr froh drum, dass ihr so tolle Beziehungen hier habt. Ach Mann, ey. Ach Mann. Walzer, okay. Okay, interesting. Was passiert hier? Komm sofort. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich höre zu. Ich bin sehr interessiert an dem, was hier passiert. Wirklich. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr interessiert. Sehr interessiert. Okay, die Mods sind verschwunden. Gut. Die Mods sind weg, sehr schön. Wir hinterfragen nichts. Wir hinterfragen nichts, sondern wir hinterfragen die Fragen, die jetzt gleich kommen. Von... Wer wird Millionär? Seid ihr bereit für eine dritte Runde oder noch nicht? Ich glaube, ich brauche noch so 2 Minütchen, brauche ich noch. Deswegen erzählt mir gerne irgendwas Neues. Irgendwas, was ich noch nicht kenne. Vielleicht. Irgendwas. Bin ich quasi so eine Ziege in Training? Bin ich das? Dunkle Geheimnisse der Mods zu erfahren. Ich habe gerade wirklich irgendwelche dunklen Geheimnisse erfahren. Ich glaube wirklich. Ginger hat eine Banane auf dem Klo. Hat sie wirklich? Hat sie wirklich eine Banane auf dem Klo? Wait. Was macht sie mit der Banane? Wieso hat sie eine Banane auf dem Klo? Gingers Banane auf dem Klo ist wild. Quetschbanane. Was meint ihr mit Quetschbanane? Was meint ihr mit Quetschbanane? Seit 3 Monaten, wir waren alle verwirrt, als wir da schiffen waren und da lag eine Banane. Das ist eine Quetschbanane. Die kann man drücken, während man drückt. Stressbanane? Das ist aber keine echte Banane, oder? Das ist schon so ein Plastikteil, so ein Gummiteil, oder? So ein Schaumstoffding, so... Und das... Ist keine echte Banane, oder? Bitte sagt mir, das ist keine echte Banane. Bitte sagt mir, das ist keine echte Banane. Bitte! Bitte! Ach, die ist aus Gummi. Okay. Okay. Dann ist super. Dann nehme ich alles zurück. Dann ist ja gut. Hä? Ja, actually, so eine Stressbanane ist schon cool. Das ist schon praktisch. Ich habe gedacht, das wäre so eine echte Banane. Weil man kann ja auch... Wenn man so eine Banane richtig vergammeln lässt, okay? Dann wird die ja braun. Da kriegt die ja so braune Flecken. Und dann wird sie so braun von außen. Und
dann kann man ja theoretisch, wenn diese Haut, diese Außenschicht von so einer Banane noch nicht ganz so zerfällt, dann kann man die ja so drücken, die Banane, und so mixen. Und dann kann man theoretisch unten so ein Loch reinschneiden mit so einer Schere und dann kann man die Banane so rauspressen. Aber wenn man kein Loch macht in dieser Banane, dann kann man ja dieses Innere immer weiter quetschen und quetschen. Und dann ist da so ein kleines Luftbällchen drin, I guess. Aber es wäre schon trotzdem wie so eine Stressbanane. Wirklich. Und dann singst du so, thank you. Warum sollte man das machen? Habt ihr das noch nie gemacht? Hä? Aber vorhin wart ihr alle noch dafür? Ja, nee. Jetzt bin ich hier wieder die Komische, oder was? Ihr habt über die Banane erzählt auf dem Klo. Ich hab gar nichts gemacht. Und das ganze Suppe auf dir. Ja, und die ist dann bestimmt voll lecker. Gedankengänge von dir? Nicht? Ja, es... Nein, natürlich geht's um Obst. Ich mag Nutella mit Ei. Ich mag Nutella mit Chips. Mögt ihr Chips? Habt ihr schon mal Chips mit so Schokocreme versucht? Probiert? Das ist lecker. Das ist wirklich lecker. Habe ich mal probiert und das schmeckt gut. Ja? Ja! Let's go! Doch, doch, das ist super gut. Als ob du auch! Oh mein Gott! Walter, let's go! Let's go! Das ist so geil, wirklich. Das ist genauso. Das sind genauso die Leute, die dagegen sind, die keine Pommes mit Milchshake mögen. Weil Pommes mit Milchshake ist auch so geil. Einfach dieses Salzige und dann so ein bisschen süß und das schmeckt so gut. Ja, ihr kennt euch nicht aus. Kennt euch nicht aus. Das ist wirklich gut. Warum verstehen wir uns? Doch, doch. Weil ich schwört auf die Salat. Nee, ich nehme das alles wieder zurück. Salami mit Nutella, das habe ich auch probiert mal. Da musste ich wirklich... Nee. Nee, ich nehme alles wieder zurück. Nee, wir spielen weiter. Jetzt habe ich schlechte Laune hier. Nee. Nee, Leute, wir machen jetzt weiter, okay. Nee. Ah. Okay. Nee. Wir machen hier weiter. Und ich mach mal kurz so ein bisschen Restarten komplett. Vielleicht kriegen wir dann coole Fragen. Vielleicht weniger politische Fragen. Zack, 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 zack. Alles falsch. Okay, seid ihr wieder bereit für super lustige Fragen? Seid ihr bereit? Wir haben es letztes Mal bis zu 16.000 geschafft. Und das war auch mein Ziel für heute. Aber wenn wir es heute mehr weiter schaffen als 16.000, das wäre gut. Das wäre richtig gut. Okay. Oh, Schnieke. Leute, ich muss aber zur Toilette. Passt mal auf, ja? Passt mal auf den Chat, okay? Passt mal auf. Leute, wusstet ihr... Oh, shit, das kann ich jetzt gar nicht spielen. Mann, ey. Ich wollte Gingers neues Cover spielen. Naja, funktioniert nicht. Aber wusstet ihr, dass Ginger ein neues Cover hat, Leute? Wusstet ihr? Ihr müsst es euch jetzt im Kopf vorstellen, solange ich kurz aufs Klo bin. Bis gleich.
probieren, Leute. Nutella mit Chips. So schnell, dass es wild. Oh, ich wollte eigentlich noch trinken. Egal, ich habe noch ein paar Krümel. Okay. Also, herzlich willkommen. Oh, ich wollte fast Stream beenden drücken. What the hell? Okay, dann machen wir mal weiter, okay? Ich mach wieder die andere Musik-Playlist an. Die heißt sogar Ginger-Vertretung. Hallo, hi. Okay. Wisst ihr was? Oh? Vielleicht ist. Oh, gut. Hallo. Wow, wow, wow. Sorry, wenn ich komische Geräusche mache. Ich teste immer nur ein bisschen, ob ich irgendwas ändern kann. An dem Scarf, aber es funktioniert nie. Deswegen mache ich immer random Geräusche. Es tut mir so leid. Aber wir machen jetzt weiter. So. Hallo. Herzlich willkommen. Zum dritten Tag von Wer wird Millionär? Wieder mit unserem Gast Aluniveau und dem wundervollen Publikum-Chat! Fangen wir doch direkt an mit der ersten Frage. Was landet herrenlos an der Küste? A. Strandmies, B. Strandschlecht, C. Strandschon besser oder D. Strandhut? Ich glaube, es ist D. Aber ich weiß nicht. Strandgut ist das einzige richtige Wort, glaube ich. Ja, Publikumsclap! Let's go! Ich nehme D. Ich nehme D. Yes, it is D. Okay, sehr gut. Okay. Was lernen Schüler im Matheunterricht? A3-Sprung, B3-Klang, C3-Satz oder D3-Vierteltakt? Dreivierteltakt! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ich weiß nicht, was Takte sind. Dreisatz. Nice! Yo, 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 yo! 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 Hi! Fee! Mein liebster Fee! Hallo! Oh mein Gott! Danke sehr für deinen wundervollen Raid und herzlich willkommen zur Urlaubsvertretung auf Gingers Kanal. Ich bin Jinwoo! Schnieke-Croissants, Dankeschön, Dankeschön. Die sind super, oder? Welcome Raider! Bum, 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 bum. Dankeschön! Erstes Mal live dabei, das ist wundervoll. Ich hoffe, du bleibst hier für immer. Fake Ginger? Ich bin gerne fake. Honestly, ich bin gerne Fake Ginger. Guckt mal, wie wunderschön meine Hörner sind. Und guckt euch meine süßen Flügel an. Und. Ist das nicht toll? Es macht so viel Spaß. Renn so lange, Ekin. Was ist mit dir? Habe ich noch ein Wörtchen. Mit dir habe ich noch ein Wörtchen. Ich bin zum ersten Mal da. Was passiert hier so? Hallo zusammen. Also, normalerweise gibt es hier ganz viele Gespräche über Klos. Und wow. Wir haben tatsächlich heute auch über Klos gesprochen. Und auch über Bananen auf Klos. Und auch darüber, wie Rosetten bespritzt werden. Und ganz viele solche Sachen. Und ansonsten, spielt die liebe Ginger gerne Frostpunk. Und da kommt auch bald ein neues Game dazu, ein neuer Teil. Und den wird sie dann auch spielen. Normalerweise spielt sie auch gerne Minecraft, auch sehr gerne. Oder Horror Games. Weil immer, wenn sie schreibt, macht sie so. Nein, ich kann kein Wow Wow. Warte mal, wir lernen jetzt Wow Wow. Einmal bitte vormachen, Chat. Ich muss mir kurz einen Clip raussuchen vom Wow Wow. Ginger. Hat jemand einen Clip von Gingers Wow Wow? Zufällig per Hand. Ich bin ein bisschen verwirrt, wie das hier funktioniert. Hat irgendwer einen Wow Wow Clip? Ich muss das jetzt üben.
Okay, let's try, okay? Wow, wow? No. Wow, wow! No, no, no. Wie macht sie das? Stark, holy shit. Das war nur ein Beispiel von ihren Streams, von Jinders Streams, okay? Das war nur ein Beispiel. Das Original müsst ihr dann gucken, wenn sie wieder zurück aus ihrem Urlaub, aus ihrem wohlverdienten Urlaub ist, okay? Wow, 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 wow. Du musst es auch fühlen, ich weiß. Ich weiß. Jinder ist im Urlaub, ja. Sie kommt wieder. Wann kommt sie wieder? Genau, wann kommt sie wieder? Mods? Anyone? I'm not sure. Sie kommt in 3 Wochen wieder, oder? Ich glaube, jetzt sind es 2,5, du. Ich bin mir nicht sicher. Plan. Guckt mal, da ist sogar ein schöner Plan. Guckt mal. Am 26. Ja, und dann musste sie sich wahrscheinlich noch vom Deadlag ausruhen und dann gab es Streams. Nächste Leitmotiv. Oh, lecker Biddies. Dankeschön. Wow, wow Contest. Wow, wow Contest. Oh mein Gott, ja. Hm. So, also macht es euch gemütlich. Danke sehr für den Raid nochmal, Finn. Und ich mach mal weiter mit meinem... Mit meinen lustigen Fragen. Die sind so lustig. Die sind so lustig. So. Da sind wir doch. Auch wir sind... Oh, scheiße. Auch wir sind und Brokkoli sind A. Brennholz, B. Heizöl, C. Erdgas oder D. Kohle. Oh Mann, ey Leute, was sind denn wir sind und Brokkoli? Kohle! Natürlich. Brennholz sind die beiden auch immer actually true. Actually wirklich true. Hier. Die. Kohle. Okay. Dun, dun. Nächste Frage. Worauf kommt es in vielen Sportarten an? A. Netzoperation. B. Pfostentherapie. C. Ballbehandlung. Oder D. Rasenheilung. Es ist Pfostentherapie. Es ist Pfostentherapie, Leute. Doch, doch. Da bin ich mir sicher sogar. Da bin ich mir sogar sicher. Warum Kohle? Ey, weil das ein Kohl ist. Ein Kohl. Was ist wir singen? Ist auch ein Kohl. Oh my, oh no. Oh, it's okay though. Pfostentherapie. Aber es ist eigentlich Ballbehandlung. Aber ich wäre gern für Pfosten though. Ich wäre wirklich gern für Pfosten. So, nächste Frage. Wie man an dem Artikel die schon erkennen kann, ist offensichtlich, Buch nicht stäblich, Augen nicht scharnlich, Tat nicht sächlich. Wie man an dem Artikel die nicht schon erkennen kann, ist... Hä? Hä? Ist offen nicht sichtlich. Ist Tat nicht sichtlich. Ist Buch nicht stäblich. Ist Augen nicht scheinlich. Hä? Was soll das bitte sein? Was ist das für eine Frage? Wieso seid ihr für D? Die offen nicht sichtlich, die Buch nicht stäblich, die Augen nicht scheinlich, die Tat nicht sichtlich! Was für ein Scheiß! Ich hasse die deutsche Sprache! Das gibt's doch nicht! Das gibt's halt wirklich nicht, okay, wisst ihr? Tat nicht sichtlich. Dankeschön, Chat. Das ist Teamwork hier. Das ist halt wirklich Teamwork. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe das wirklich nicht gecheckt. Nächste Frage, Frau Lunivo. Wer ausgesprochen geduldig ist, gilt in England als Arzt, Patient, Sanitäter, Krankenschwester. Oh Mann, ey, ich glaube, es ist Krankenschwester. Krankenschwester! Doch, das klingt gut. Krankenschwester klingt gut. Ey. Arzt klingt auch gut. Sanitäter. Geduldig, Sanitäter. Oh,
Ich glaube, es ist C. Nee, Englisch kann ich doch. Weiter geht's. Wer spielt Lieutenant Tamara Jagolowsk auf dem Raumschiff Orion? A. Vera Ecker, B. Eva Pflug, A. Anita Sens, D. Heidi Mähdrescher. Hä? Wahrscheinlich Eva Pflug, oder? Es ist ja, es muss ja ein Wortwitz sein. Wir sind noch nicht bei den schweren Fragen, okay? Wir sind ja noch nicht bei den schweren Fragen. Also müsste es sein. Wer spielt der Lieutenant Tamara Jagolowsk auf dem Raumschiff Orion? B. Eva Pflug. Der Rest ist ja, das muss ja noch eine funny Frage sein hier. Ah ja, let's go! Okay. Ich muss kurz einatmen und ausatmen, denn wir sind bei der 2000er Frage, Chat. Ich meine, mein liebes Publikum. Ach, liebes Publikum. Wie denken Sie, wie weit wird die Frau Lunivu heute in dieser aktuellen Folge von Wer wird Millionär kommen? Bis zu wie viel? Wir sind jetzt gerade bei 2000. Danach kommt 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 125000 oder 500000. Na, was sagt ihr, mein liebes Publikum? Ja, ja. Okay, ihr seid für 32k mancher Millionen safe. 3. Wow, Dankeschön, Feuer, für 13 Monate. Vielen lieben Dank dir. Okay. Dann gucken wir mal, wie diese aktuelle Frage beim 2000er Ranking heißt. Oh, Sneaker. Wer ist denn das? Dankeschön, 6mon6mon6. Dankeschön für deine 66 Monate. Yo, das ist echt schon krass. Holy shit. Hey, das ist so cool. Glückwunsch, Mon, für dein 66 Monate altes Baby. Bitte sag nur Mon. Hä? Also steht 6mon6mon6. So viele Sechsen. Hey, voll cool! Heute ist dein Glückstag, Mon. Herzlich willkommen zu diesem Stream. Also, nächste Frage. Welchen sagenumwobenen Treueschwur sollen die ersten Schweizer Eidgenossen geleistet haben? A. Müsli-Schwur, B. Rüblischwur, C. Gütlischwur, D. Rüstischwur! Ich weiß nicht, was es ist. Sagenumwobene treue Geschwur sollten die ersten Schweizer Eidgenossen geleistet haben. Wieso kommen immer Fragen von der Schweiz? Ich wohne nicht in der Schweiz, okay? Ich weiß auch sehr wenig über die Schweiz. Sehr wenig. Wirklich sehr wenig. Ginger, du siehst heute so gut aus. Dankeschön. A. Müsli-Schwur, Rüblischwur. Ist das ein Rüblischwur? B. Rüblischwur. Klingt lustig. Sollten Fragen über Polen rankommen. Das wäre gut. Deutschland wäre auch gut, vielleicht mal. Aber so irgendwie einfach. Was hast du gegen die Schweiz? Ich habe nichts gegen die Schweiz. C. Rütli-Schwur. Der Rüsti-Schwur wurde beim Rüsti-Graben abgehalten. Trust me. I don't trust anyone here in this chat. Ach nö. Was ist denn ein Rütli-Schwur? Treue Geschwur, Eidgenossen. Oh. Das ist... Warte mal. Also, Luni, das wollte ich dich schon immer mal fragen. Wo kommt Wodka her? Wodka wurde in Polen erschaffen. Okay. Wodka kommt aus Polen. Okay. Verstehen wir uns, Chad? Verstehen wir uns? Polen, nicht wahr? Polen. Polska, Polen, Polish, Poland. Ha?
Und wer was anderes sagt, der wird gebonkt. Der wird gebonkt. Ich bonk euch mit meinen Hörnern. Wie eine richtige Ziege. Seht ihr das? Seht ihr meine Moves? Ist das so? Ich rede nie wieder mit dir. Ich rede nie wieder mit dir. Don't you dare. Don't you dare, okay? Ich dachte, der kommt aus Russland. Nee, da muss ich euch alle kurz aufklären, okay? Alle, die denken, dass Wodka aus Russland kommt, liegen falsch, okay? Und zwar, ich kann sogar googeln, guckt mal. Ich google für euch, guckt mal. Ich mache sogar diese schwere Arbeit für euch, okay? Also, Wodka, Polen ist das Ursprungsland des Wodkas. In Polen war Wodka jahrhundertelang eines der beliebtesten Getränke. Polen ist mit 260 Millionen Liter gebranntem Wodka nach Russland, den USA und der Ukraine der weltweit größte Wodka-Produzent. Ja, okay. Wisst ihr, aber ihr habt den ersten Satz gehört, nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Okay, weiter geht's. Will ich das schnell hin? Wow, ich bin so fast. Okay. Warte, was? Das kann Chat nicht. Habe ich auch schon gemerkt. Okay, Leute. Also. Ich gehe jetzt mal für C, oder? Gehe ich für C, glaube ich euch? Seid ihr euch sicher, dass es C ist, Chat? Bitte, please help me here, okay? Please help me here. C? Ja, in den USA wird viel gebrannt. Ja? Sicher? Ah, okay, true, actually. Oh mein Gott. So, nächste Frage. Dankeschön, Chat. Ihr seid so lieb. Beim angesagten anderen Look geht es zumeist um die lässige Optik. A, ungeschnürter Schnürsenkel. B, ungestylt wirkende Haare. C, ungebindeter Oberhemden. Oder D, scheinbar unlackierter Nägel. Es ist B. Oder? Oder? Nee, Joker ist eine richtige Umfrage, okay? Das ist eine richtige Umfrage. Der Chat hätte mich ja auch verarschen können. Ich weiß ja nicht. Es ist B, doch. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, weiß ich nicht. Ob es nicht vielleicht auch C sein könnte. Wisst ihr, so richtig smexy. Ein ungebügeltes Oberhemd. Noch so ein paar Knöpfe offen. Und dann so. Ja? Nicht? Doch, oder? Also ich bin zwischen B und C. Aber es muss eigentlich B sein. Hey, es muss B sein. Yeah, let's go. Es ist B. Aber that's personal. Oh je. Vielleicht bügelt ihr ja einer von den Mods deine Oberhemden. So, nächste Frage, Chat. Dankeschön. Das Kfz-Kennzeichengröße welcher Landeshauptstadt findet man nicht als Symbol eines chemischen Elements! A. Hannover, B. Düsseldorf, C. Stuttgart, D. Potsdam. Ich bin Eminem geworden. Oh, lecker Bitties. Dankeschön. Kai. Also, A. Hannover hat bestimmt das Kennzeichen HH, oder? Düsseldorf hat Double D. Stuttgart hat SG, ST. Und Potsdam hat PD. Aha, ist Hamburg. Shit. Hey, doch, TTS ist eigentlich an. Wait, hört ihr TTS nicht? Ich bin so, oh nein, ich bin so böse. Wait. Wait. Ich bin ein bisschen lost, es tut mir leid. Warte mal. Ich wusste nicht, dass das nicht mitgenommen wird.
Aber ich lese auch den Chat nicht wirklich, ne? So, there we go! There we go! Jetzt hört man die, jetzt hört man die Lecker-Bitties, okay? Okay, also... H... H ist Wasser. D, D oder nur D wahrscheinlich. Ich glaube, das sind alles nur einzelne Buchstaben. Ich glaube, das sind alles nur Buchstaben. Ich glaube, das H ist Hannover, D ist Düsseldorf, S ist Stuttgart und P ist Potsdam. So, und jetzt... Und jetzt Chemie. H, Wasser. D... D... D, 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 weiß nicht. Es ist Sauerstoff vielleicht, nee. Peinlich, ich weiß es nicht. Oder P ist Possum. Was? Leute! Ich... ich kann das nicht, okay? Ich nehme einfach B. Oh, fuck das. Schnell weg, schnell weg! Okay, wieder Politik. Ich hasse das. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe das schon mal gespielt, dieses Game. Und ich hatte wirklich sehr wenig Politikfragen. Grünen Chef... Cem Özdemir ist nachweilig in Honecker verliebt, mit Yeltsin verlobt, mit Castro verheiratet, von Mao geschieden. Woher soll ich denn bitte vom grünen Chef den Crush, die Verlobte, die Ehefrau oder die Ex-Ehefrau wissen? Hä? Ist das wieder so eine funny Frage? So, haha. In Honecker verliebt, mit Yeltsin verlobt, mit Castro verheiratet, von Mao geschieden. Hä? Was ist das bitte? Oh, es ist by the way die 16.000 Euro Frage. Ja, ich mach diesmal Chat-Joke, ne? Ah, mach ich Joker? Ich mach Chat-Joker. Oder mach ich 50-50? Mach ich 50-50 oder Chat-Joker? Ich hab absolut keine Ahnung. Was sagt ihr Chat? Okay. Okay, gut. Dann möchte ich bitte eine Umfrage. Eine Umfrage. Ich möchte bitte eine Umfrage. Eine Umfrage im Chat. Yes, let's go. Oh, Dankeschön. Dankeschön, liebe Mods. A, B, C oder D. Ihr dürft bitte abstimmen. Einmal alle abstimmen. Was ist es? Wer kennt sich aus? Wer kennt sich nicht aus? Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Oh shit. Oh, oh. Okay. Okay, okay. Ihr seid, glaube ich, alle für C. Dann nehmen wir C. Good job, Chen! Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid richtig, richtig gut! Wow! Wow! Ich bin so stolz auf euch! Chen ist so smart! Chat ist wirklich so, so smart. Woher kommt das? Sagt mal. Wie wird man so smart? Please tell me. Trinkt ihr einen besonderen Saft? Oder esst ihr ganz viel Joghurt? Was ist das Geheimnis? Wie wird man so schlau? Warum so überrascht?
Was? Nutella mit Chips, Leute! Doch, ja doch. Deswegen bin ich auch smart und deswegen machen wir mal weiter. Wie präsentierte sich Moderator Neil Patrick Harris bei der Oscarverleihung 2015 zeitweise auf der Bühne? A. im Astronautenanzug, B. in Unterhose, C. in einem Kleid, D. als Barack Obama? What the fuck? Also, Neil Patrick Harris, das ist doch der von How I Met Your Mother, oder? Das ist der. Weiß nicht, ich glaub schon, du. Bitte sagt ja. Barney? Ja, ne? Ja! Oh, okay. Ich glaube, ich kenne das. Ich glaube, ich habe das damals irgendwie auf Tumblr oder so gesehen. Ich weiß es nicht. Also es muss ja irgendwas Lustiges sein. Ich glaube, es ist B in Unterhose. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch C in Kleid sein. Es ist nicht Barack Obama. Das wäre sehr weird. Und Astronautenanzug ist es auch nicht. Weil ich glaube, wenn er halt so eine funny Persönlichkeit ist, halt in der Serie, Barney, glaube ich, dass es lustig ist. Ich habe es nicht wirklich geguckt. Es ist entweder B oder C. Nicht? Ich glaube, es ist B. Aber alle sagen was anderes. Oh, nee, doch. Manche sagen auch B. Shit. Telefonjoker. Ich glaube, den werde ich noch brauchen. Ich glaube, ich weiß es. Achso, Stundensip. Okay. Ich habe noch einen letzten Sip und dann muss ich mir Trinken holen. Da ist nichts mehr drin. Stundensip! Einmal bitte trinken! Ah, okay. Aber ist gut. Richtig gut durch. Okay. Es tut mir leid. Wait, ihr habt's gehört? Oh nein. Oh nein. Nee, es ist so eine Flasche, die Ginger hat, actually. Ich wurde influenced von Ginger. Ginger hat so eine Flasche, an der man saugt. Und dann war ich erstmal so, du sagst dann so an so einer Flasche. Das ist ja wie so eine Babyflasche für Erwachsene. Aber die ist actually richtig gut, Leute. Und man macht einfach nur. Naja, gut, ich kann jetzt nicht mehr trinken, aber das ist wirklich gut, okay? Und sie hat gesagt, das ist gut fürs Schlucken, also auch für die Stimme, deswegen. Ist gut. Ja. Aber außer eine von Ginger. Die ist gut. Ach du, auch noch? Zu Silvester hatte jeder zweite Mod die Flasche mit. Ey, wie cool. Ey, das ist wirklich super. Ich mag die voll. Es macht viel mehr Spaß zu trinken daraus. Aber du hast doch Ginger influenced, ihre alten, schäbige Flasche zu entsorgen. Ja, okay. Aber das war ja auch. Das war ja auch wirklich wild. Nee, das ist nicht diese Marke. Hä? Okay, gut, ich mache jetzt B. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist B. Deswegen let's do this. Ja! Ja! Tumblr hat sich gelohnt damals! Okay, ab jetzt habe ich absolut keine Ahnung, was das ist. Eine Unterhose. Ich weiß noch, dass es da mal irgendwas gab. Ich war mir nicht sicher, was es genau war, aber es war irgendwas Krasses, so what the fuck. Okay, also, nächste Frage. Purine stehen in einem direkten, ursächlichen Zusammenhang mit A. Mehrlingsgeburten, B. Feinstaubbelastungen, C. Schimmelputzbildung oder D. Gichterkrankung. Gichterkrankung, ups. Ich glaube, es ist C. Aber ich weiß auch nicht, was Purine ist. Ich weiß nicht, was Purine ist. Aber ich glaube, es ist C. Es kann C sein. Ah. Oh.
Mann, ey. Ich will doch nur an die Millionen dran. Wir sind gerade bei 64.000, Leute. Ich weiß es. Weil du weißt es. Wieso weißt du das? Was sind Purine? Soll ich wenigstens wissen, was Purine sind oder nicht? Nico studiert Chemie. Ach so. Ah, smart. Purine waren eine Chemikaliengruppe, oder? Oh, dann ist es vielleicht doch D. Gicht ist das, wenn man rohes Fleisch isst? Nicht vor. Oh nein. Purine Katze. Ich habe auch daran gedacht als erstes. Ich habe erst an so eine Katzenfuttermarke gedacht. Leute, wirklich. Dann vielleicht ist es doch D. Wir machen mal 50-50 und dann gucken wir mal, was unser Schicksal zu uns sagt, okay? Entweder sagt unser Schicksal, ey, du kommst nicht zu den 1 Million, oder vielleicht doch. Oder nehmen wir einfach D. Oder nehmen wir doch einfach D. Oder nehmen wir doch einfach D. Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Ich hätte gedacht, das ist Schimmelpilzbildung. Das war ja mal das Erste, was ich wollte. Und dann kam irgendwer mit Fleisch. Und dann ist es vielleicht doch D. Ich mach 50-50. Telefonjoker kommt noch, Leute. Telefonjoker kommt noch. Pass auf, 50-50, ja? Jetzt werde ich wieder nervös. Immer wenn ich nervös werde, muss ich zur Toilette. Mann, ey. Und jetzt bin ich wirklich nervös. Das sind 64.000 imaginäre Euros, Leute. Imaginäre Euros. 64.000! Nehme ich das, was mein erstes Instinkt mir sagt? Mein erster Instinkt? Dann nehme ich... Ich glaube, dann nehme ich C. Schimmelpilzbildung. Ich glaube, es ist so ein Pink. Kann es sein, dass es so pink ist? So pink. Oh Gott. Ja, okay, ich mache C. Oder mache ich D? Oh Mann, wisst ihr, wo ihr die imaginären Euros ausgeben könnt, Leute? Wir müssen die erstmal gewinnen, okay? Mann, ey. Ah, mein Kopf kracht. Könnt ihr runterzählen, Chat? Könnt ihr runterzählen? Könnt ihr runterzählen? Von 10 bis 0. Und ich mach blind. Ich mach blind. Wow, ihr seid ja super. Yo! Hey, wieso seid ihr so gut darin? Ist doch verarscht gerade, oder? Naja, gut, wir sind fast bei 1. 5. 4. 3. Die Schwitze, Leute. Es war D. Es war D. Es war Gicht. Purin ist Harnsäure und die verursacht Gicht. Ah.
Urin! Oh, Urin! Oh Gott, jetzt ist aber... Ich muss kurz zur Toilette. Leute, wartet mal kurz auf mich. Hi! Oh, I forgot water. Okay, hi, hallo. So. Hi! Also, Frage. Ihren wievielten Geburtstag feierte die Stadt Riga im Jahre 2001? A600, B700, C800, D900. Das ist ja doch so eine Scheißfrage, oder? Wie alt sind überhaupt Städte? Ich weiß es nicht. Wie alt sind Städte? Ich weiß nicht. Eine Stadt, wie alt ist... Wartet mal, wir haben... Oder wir machen mal 2000 und nicht 2001, weil 2001 verwirrt mich wieder. Wir machen mal 2000. Minus 600 sind... 14.000? Nee, warte mal. Doch, 14.000. Oh, 15.000? 16.000? 17.000? Jetzt 15.000, 16.000 oder 17.000. Ich habe ja nicht mal einen Anhaltspunkt. Das ist doch scheiße. Ich habe keinen Anhaltspunkt. In ihrem wievielten Geburtstag feierte die Stadt Riga im Jahre 2001? Wurde es 1401 gegründet? 1501? 1601 oder 1701? Hä, bin ich doof? Ich kann kein Mathe, oder? Warte mal. Warte mal. Hey, wartet mal. Ich hab falsch gerechnet. Oh nein. Okay, wartet mal. Es ist nämlich 14.000. Ich kann kein Mathe. Oh! Nein. Okay, nochmal. Es ist 14.000. Was war's? 13.000, 12.000. Oder 1.000. Hä? 14.000, 13.000, 12.000, 11.000. So, jetzt haben wir's. Danke sehr, Master. Thank you. Also entweder 1401, und dann 1301, 1201, 100, nee. 1101. Also eigentlich so vom Rechnen her wäre die schönste Zahl ja eigentlich bei D, ne? Die schönste Zahl wäre eigentlich D. Wisst ihr? Dann, weil das ist ja so eine Frage, das muss ja eine schöne Zahl sein. Das kann ja keine Scheißzahl sein. Wisst ihr? Ich glaube, ich hab's jetzt mit dem... Ich glaube, ich hab's jetzt mit den Zahlen. Es tut mir leid. Ich glaube, es ist D. Weil das ist die schönste Zahl von allen. Die anderen sind hässlich.
Nehmen wir eine schöne Zahl. Nehmen wir D. Ich kann ja jetzt nicht jemanden anrufen. Das weiß ja niemand. Das ist ja Raten. Raten bis zum geht nicht mehr. Sagt mal, soll ich D nehmen? Ihr seid alle bei C, though. Ihr seid alle für C. Ja, aber wieso seid ihr denn für C? Wieso sollte man für C sein? Da kann ja nur sein, wenn es eine richtige Antwort ist hier. Oh, no. Oh, no, mein Kopf wieder. Ich gucke jetzt nicht mehr in den Chat. Ich nehme jetzt entweder C oder D. Ich würfel eine Münze. Ich würfel eine Münze. Okay, wir würfeln Münze. Münze. Wurf. Münzwurf. Münzwurf. Entweder C oder D. C ist Kopf. D ist... was ist das andere? Zahl? C ist Kopf. D ist Zahl. Okay? Es ist Kopf! Es ist Kopf! Was war Kopf? Kopf war C, oder? Kopf, Zahl. Dann machen wir ein C nehmen. Dann machen wir das. Oh Gott. Okay, das ist actually insane. Wir sind jetzt bei 500.000, Leute. Wir sind wirklich fast bei der 1 Million. Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's halt wirklich nicht. Holy shit. Ich bin gerade machlos. So, okay. Achso, ist das die Millionenfrage? Ah, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Ist das jetzt die Millionenfrage? Ja, oder? Wait, Leute, ich glaube, das ist die Millionenfrage. Ah, ich hab die gewonnen. Und danke sehr damit. Yo, wait. Wait, wir sind bei der Millionenfrage. Okay, okay. Das heißt, jetzt Joker. Jetzt Joker. Was war zwischen 1990 und Ende 2012 der hierzulande meistbesuchte Kinofilm des Regisseurs Martin Scorsese? A. Departed unter Feinden. B. Gangs of New York. C. Shutter Island oder D. Aviator? Ich glaube, es ist Shutter Island. Ich glaube, es ist Shutter Island. Das ist das Einzige, was ich kenne, aber ich weiß es nicht. Wir rufen mal jemanden an, Leute. Joker! Wer kennt sich mit Filmen aus, du? Wie willst du jetzt anrufen? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wen rufen wir an? Wen habe ich denn in meiner Liste? Der gerade... Die Mods. Irgendein Boomer. Wer von euch ist Boomer? Jan? Nee, Jan kennt sich, glaube ich, nicht mit sowas aus. Aber Jan ist auch gar nicht online, leider. Alex ist auch nicht online. Doch, der ist online. Mona ist nicht online. Scheiße! Miami? Nein, er ist auch nicht online! Wir könnten Finn anrufen, aber ich glaube, Finn weiß es nicht! Wen habe ich hier denn noch? Also, Luffy? Wir könnten auch Elia Wald anrufen. Kennt ihr Elia? Den könnten wir auch anrufen. Der ist, glaube ich, ein Boomer. Ich glaube, der ist ein Boomer. Das ist Ginger anrufen. Nein, sie macht Urlaub. Meine Mama. Soll ich mal bei Elia versuchen? Soll ich mal Elia versuchen? Ich glaube, der ist alt. Ich glaube, der kann das. Ja, der ist sehr Boomer, ne? Wait, wartet mal. Wartet mal, ich versuch's mal kurz. Ja? Oh, ich war gerade so erschrocken, wieso da steht Ginger ist live. Ich war gerade so, wieso ist die live? Wir sind ja live. Ich versuche ihn mal anzurufen. Passt auf. Passt auf, wir machen das, okay? Wir machen das. So, ich brauche einmal kurz... Das hier. Ich rufe ihn an.
Mal schauen, ob er rangeht. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ha? Hallo? Ha? Hey. Ha? Hi? Hey, was ist los? Hi, ich bin gerade bei Wer wird Vulionär und ich habe eine Frage an Sie. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warten Sie kurz. Okay. Ja. Was ist, ja, okay. Aha, okay. So. Sagen Sie einmal bitte Hallo. Hallo, ich bin Elia Wald. Ich habe ein bisschen Pipi in der Hose. Hallo. Okay. Das ist die 1-Million-Frage, also kein Stress. 1-Million-Frage? Willst du mich verarschen? Was? Du rufst mich an bei 1-Million-Frage. Sehe ich so aus, als ob ich irgendwas weiß? Ha? Willst du mich verarschen? 1-Million-Frage, kein Stress am Sack. Ja. Was? Geh her zu, okay? Jetzt geht's ums Fußball oder so. Oh, nein. Wann hat... Nein, let's go. Okay. Ich hab gedacht, ich brauche jetzt einen Boomer. Sag mal, ich geh gleich auf. Kannst mir am Arsch lecken. Ich geb dir gleich einen Boomer. Ja, was? Ich brauche einen Boomer, dann rufst du mich an. Fick dich. Fick dich, Loni. Warte. Sag mal. Nein. Ich brauch dich. Pass auf, okay? Also, die Frage lautet. Was war zwischen 1990 und Ende 2012 der hierzulande meistbesuchte Kinofilm des Regisseurs Martin Scorsese? Ja, mach mal, sag mir mal. Ich kenn Scorsese. Ja. Okay, 90 und 2011. Ja, 2012. Okay. 2012, okay. Okay, sag mal, okay. Okay. A. Departed, ja. Unter Feinden. Mhm. B. Gangs of New York. Mhm. C. Shutter Island. Mhm. D. Aviator. Oh, fucking hell. Ich weiß nicht mal, welcher von denen von Scorsese ist und wer hier nicht. Wahrscheinlich alle. I don't fucking know. Der Aviator, also ich bin ziemlich sicher, dass der Aviator nicht so viel eingespielt hat. Also der war schon ein bisschen lame. Der Aber war du kennst Kacke. Den. Aber du kennst den. Ja, Aviator ist doch der mit dem Leonardo DiCaprio, glaube ich. Oh, aber Leonardo DiCaprio hat dann immer eigentlich gute Filme, oder? Ja, aber der war einfach so, niemand interessiert, wann bei denen ein paar Flugzeugträger zerbombt wurden. Nobody fucking cares. Aber also okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gut beim Publikum ankam, weil... Okay. Also, ja, Amerika steht drauf, auf diesen ganzen... Hier, Zweiter Weltkrieg ist ja bei denen mit Pearl Harbor, hat bei denen angefangen, aber bei so international kann ich mir nicht vorstellen, dass der gut durchgegangen ist. So ein Boomer. Halt da... Sag mal... Was? Das war nicht bist ich. Bist du jetzt meine Hilfe oder nicht? Das oder war was? Nicht ich. Das ja, war ja, nicht komm, ich. Tut mir leid. Das war... Ja, nein, genau... Nein. Oh mein Rede Gott. Weiter, du machst okay. Das super. Okay, was war noch? Shutter Island. Shutter Island? Kann schon sein von dem Timing her. Mhm. Shutter Island war ein Thriller, glaube ich. Ja. Das ist auch der einzige Twist. Film, den ich kenne. Das war der Thriller mit einem Twist mit den ja. Zwei Psychos, oder? Ja. Ja. Okay. Nicht mit den zwei Psychos, sondern mit ihm selbst. Ja, mit den zwei Leuten, die entkommen sind? Oder mit einem Typen, der entkommen ist? Das war Seven. Ach so, nee. Shutter Island war doch der, wo man sich am Ende fragt, ist er jetzt verrückt oder nicht? War das genau. Der? Ja, okay, doch, okay, doch. Okay. Ja. Ich glaube, also der war ein guter Film, aber kann mir nicht vorstellen, dass er gut viel eingespielt hat. Ja. Okay. Also der war schon gut, aber. Und es geht um Kino. Mhm. Oder generell um auch DVD-Verkäufe. Meistbesuchter Kinofilm hierzulande. Ja, dann ist es Kino, okay. Ja. Okay. Okay, und was noch? Der Pate? Departed, unter Feinden. Departed unter Feinden? Ist es einfach Pate 1 oder was? Nee, Departed heißt das. Departed. Ach, Departed. I don't fucking know. Departed kenne ich nicht. Okay, ich auch und was nicht. Noch? Gangs of New York. Hm. Hm. Auch mit Leonardo DiCaprio. Nee, warte. War der nicht mit DiCaprio? Ich weiß es nicht, aber der war ganz gut eigentlich. Departed. Dann Departed kann mich halt überhaupt nicht erinnern. Stimmt, Leonardo ist überall dabei, glaube ich. Aber ja, wahrscheinlich kann überall. Ich deswegen ist es wahrscheinlich so schwierig auch. Aber du kanntest auf jeden Fall Shutter Island und Aviator, ne? Shutter Island, Aviator und wie hieß denn der andere? Gangs of New York. Gangs of New York, ja. Ja.
Also ich habe das Gefühl, Gangs of New York ist ziemlich gut angekommen. Echt? Ich bin ja aber nicht sicher. Also, Shutter Island ist halt ein Klassiker und in so Thrillern. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das so lange im Kino lief. Ich weiß auch nicht. Vor allem, es muss ja auch irgendwas sein, was Leute vielleicht auch noch jetzt noch kennen. Und halt, ich kenne halt nur Shutter Island und Aviator. Sagt mir jetzt nicht wirklich ja, was. Aber Aviator, wie gesagt, Aviator war lame as fuck. Ja, aber ich weiß nicht, wie früher halt, was früher lame war und das um was nicht. 1990, von 1990, Alter. Das ist die Matrix gewesen oder so ein Scheiß. Also. Ja. Aviator würde ich ausschließen. Okay. Wahrscheinlich ist es Aviator jetzt. Wo ich sage, es ist ausschließbar, ich schließe es aus, ist es wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, der war echt nicht gut. Ja, und okay. Dieses Departed, es sagt mir einfach gar nichts vom Namen her. Mhm. Einfach gar nichts. Mhm. Wie gesagt, Shutter Island ist ein guter Thriller, aber Thriller kommen eigentlich im Kinos nicht so gut an. Ah, vielleicht die kommen der so gut, schon. Die kommen, ja, da, also Thriller kommen ganz gut auf DVD an. Also viele Leute schauen Thriller gerne im zu Hause. Aber es ist halt kein Blockbuster-Kino in dem Sinne, dass viele Leute reingehen. Aber ich würde sagen Gangs of New York. Ich persönlich würde sagen Gangs of New York. Ja, soll ich? Weil das halt eher so ein Blockbuster-Ding ist, was viele Leute geschaut haben. Mhm. Und der auch recht gut war. Scheiße, ich bin ja eher für Shutter Island, weil ich den Rest nicht kenne. Und ich ja, gehe halt davon aus, dass wenn ich den Film kenne, dann muss der halt wirklich groß sein, weißt du? Nee, das würde ich tatsächlich nicht sagen, weil wenn du den kennst und du bist ja ein Baby, du bist ein Millennial, du bist ein Zoomer-Millennial-Baby, babiges Baby, Welpenbaby, ja. Heißt ja nur, dass der quasi so ein Kult ist. Aber das heißt ja nicht, dass er gut eingenommen hat. Also viele Filme, die jetzt Kult sind, ja, sind tatsächlich untergegangen im Kino damals. Ach so, echt? Das ist oft so. Ja, das ist oft so, dass viele Sachen erst später entdeckt werden. Zum Beispiel Firefly oder so hatte jetzt nicht so ein großes Following. Das war so eine Serie. Firefly, die hat dann erst Kult-Following erst später bekommen. Natürlich kennst du ihn. Dann, ich weiß nicht, es gibt so 1000 Thriller, die sehr gut angekommen sind, dann später erst. Okay. Also, ja, du also sagst, ich würde sagen, Gangs of New York, ja. Soll ich einloggen? Willst du dabei sein? Ja, mach mal. Schau mal, was ist das? Am Ende ist es Aviator oder so, ich sag's dir. Nee, wenn es Aviator ist, ne? Ich sag's dir, wenn es Aviator ist, dann verzweifle ich. Der war so schlecht. Okay, dann gucken wir mal. Zählst du runter? 3, 2, 1. Let's okay. go. Okay. Bäh. Ja, ich meine, du bist selber schuld. Was hörst du auch auf mich? Also, Shutter Island macht keinen Sinn. Erstmal, warum? Gangs of New York. Nein, das ist fehlerhaft. Gangs of New York war absolut. Ja, es tut mir leid, deine Million ist weg. Deine Million ist weg, aber du warst wirklich, wirklich toll. Dankeschön. Ja, ich war toll, ja. Hast du richtig gut gemacht. Also, wenn du wieder eine Million verlieren willst, kannst du mich gerne nochmal anrufen, ja? Okay, gut. Da, viel Spaß. Jetzt musst du halt nochmal ran. Jetzt, du verdienst schon deine Million irgendwann. Dankeschön. Schaffst es. Ich versuch's. Ja, you can do it. Let's go! Noch einen schönen Stream. Tschüss. Tschö. Oh, wir haben so verloren, Chat. Wir haben so verloren. Holy shit. Okay, passt auf. Ich komme wieder zu euch. Oh. Einmal bitte alle 11 in den Chat. Einmal bitte alle 11 in den Chat. Das war gut. Doch, das war gut. Ich fühle mich trotzdem wie eine Gewinnerin. Ich fühle mich trotzdem wie eine Gewinnerin. Wir haben nicht die Million geschafft, aber wir haben es fast geschafft. Und hätten wir den Telefonjoker nicht benutzt, dann hätten wir es sogar richtig geschafft. Spaß. Nein, Ilia war richtig, richtig toll. Er hat das super gemacht. Mann, ey. Aber, wisst ihr was? Wir machen
jetzt nicht noch eine Runde. Das reicht jetzt, okay? Das reicht jetzt. Das ist das Beste, was wir heute schaffen konnten. Und zwar die 500 Millionen? 500.000. Mit Film ausgehen. Das war voll krass! Das war wirklich insane. Also Elia hat einfach so viele Fakten darüber ich war so... Oh ja, Shutter Island, das kenne ich, das habe ich geguckt. Ich habe es auch nur geguckt, weil ich gerne solche Filme gucke, wisst ihr? Weil ich gerne so Thriller schaue und so ein bisschen Twist. Und ich liebe so Twist und so Dark und Bam. Und auf einmal lebt er in seinem eigenen Kopf oder so, keine Ahnung, wisst ihr? Und deswegen wollte ich den schauen, habe den danach geguckt. Aber den Rest habe ich überhaupt nicht gekannt. Aber Elia wusste dann, ja, das ist der Schauspieler und da ist das passiert und das passiert und bla. Und ich war so, wait, why do you know that? Das war richtig cool. Das war wirklich, wirklich super. Elia auf Verdienstausfall von einer Million verklagen. Mit Elia war schon sehr gut. Doch, das hat sehr viel Spaß gemacht. Bin auch froh, dass er herangegangen ist. Was wird denn jetzt noch gemacht? Ich mache ehrlich gesagt nicht mehr so lange. Aber meine Stimme ein bisschen ist... Aber das nächste Mal, wenn ich dran bin. Und zwar. Plapp. Am 23.03. Dann machen wir ein bisschen VR-Chat. Ja. Das machen wir dann. Typischer Buff. Oh Mann. In der interessanten. Bei den intensiven Ziegengeräuschen zu beginnen. Was? Nee, weil mein Wasser leer ist einfach. Also wir können auch gerne noch quatschen über Durchfallmann oder was ihr wollt. Durchfallmann, YouTube-Kacke. Wir können wirklich, wenn ihr wollt, meinetwegen können wir auch gerne über Klos und Scheiße reden. Meinetwegen. Wisst ihr? Das hier ist euer Stream, okay? Das ist euer Stream. Wenn ihr das wollt, dann machen wir das. VR-Date. Mal gucken, ob das so ein Date wird. Mal gucken, Chat, wo ich euch mitnehme. Durchfallmann. Bin dafür. Was für ein Wochentag. Das ist ein Samstag, glaube ich. So wie heute. Glaube ich. But I'm not quite sure. Crash Bandicoot. Eine Frage, Luni. Wait, das ist dein Kanal. Oh, ich wusste das nicht. Du bist die Bergziege. Yo. Ja, klar. Durchfallmann, bitte. Was habe ich verpasst? Du hast super viel verpasst. Der Anfang war komplett wild. Ich war so am Zittern, so am Zittern. Mag es nicht, den Chat zu den Stream zu überlassen. Nein? Nicht? Majora ist die Bergziege. Oh. Ich habe Angst. Hey, ihr seid doch voll süß, ihr beiden. Ach man, richtig adorable. Oh, danke für die Korrektur. Okay, also. Erzählt mir mal, wie fandet ihr es? Wer wird Millionär? War das gut? War gut? War gut oder gut? Bitte sag nicht, dass es schlecht war. Die Fragen waren scheiße, okay? Aber das ist halt einfach... Wie nennt man das? Grundwissen. Grundwissen? Ja, doch, Grundwissen. By the way, wisst ihr, was mich richtig enttäuscht hat? Nee, sag ich jetzt nicht, sonst sind die Mods traurig hier. Ein paar Sachen vermisse ich noch. Random Sounds wie Schluck auf und Gremlin Laute. Kion. Chat vermisst Ginger. Sie kommt bald wieder, okay? Versprochen. Dankeschön. Anzeigen Hauptmeister gesehen. Nee, was ist das? Aus der Klatschpresse entnommen. My, I guess, ja. Yeah. Zu Beginn waren wir fest davon überzeugt, dass die Fragen von dir waren, weil die so weird waren. Was? Nein! Die sind nicht von mir. Hä? Hey, das ist so ein Game, das könnt ihr auch gerne spielen, wenn ihr wollt. Wer wird Millionär? Mal schauen, ob ihr zu den 1 Million kommt. Allgemeinwissen meine ich, ja. Sorry. Was ich mitbekommen habe, hat super performt. Dankeschön. Was war aber fehlt? Was fehlt euch noch? Kommt, sagt mal, was fehlt denn noch? Was gibt's denn noch? Fehlt euch noch das intensive Schlucken? Fehlt euch Blubbern vielleicht? Ich Danke, Sivuba. Thank you. Wie ist das die mit Monetarisierung? Achso. Keine Ahnung. Also bei Shorts ist das okay. Keine Ahnung. Mach.
Kuchen fehlt noch so ein bisschen. Ah, Kuchen fehlt euch noch. Ich habe keinen Kuchen für euch. Es tut mir leid, ich habe keinen Kuchen für euch. Er schreckt sich immer so schön über die eigenen Zahntalerts. Oh. Knuddeleinheiten. Ich glaube, die gibt's hier sonst nicht, ehrlich gesagt. Ja, Schluck auf X. Kein Kuchen. Kein Kuchen. Kein Kuchen. Nicht mal ein bisschen. Nicht mal ein klitzekleines bisschen. Lecker Biddies. Oh! Was ist mit dir denn passiert? Hast dich aber ganz schön verändert. Evolution. Ist das etwa ein Hype-Train? Ist das. Wait. Yin-Ya-Hyper-Ach. Ich mach nur Spaß. Auch wenn ich zu spät da bin, Yin-Ya-Squeeze. Wartet mal. Ich kann Musik anmachen. Aber wir tun mal so, als würden wir Musik haben, okay? Und Yin-Ya Puff. Danke sehr. Danke sehr für die 200 Biddies. Lecker Biddies. Dafür die Vertretung. Oh, ich höre mich so komisch auf einmal. Darf hat die andere Vorzüge wie ein Wu. Ich hab Wu. So kein Bumm. Yeah. Hype Train! Hype, hype! Oh mein Gott. Also, wie macht ihr das normalerweise, wenn Hype Train ist? Macht ihr dann Musik an? Macht ihr dann so richtig ballern? Oder nicht? Ich weiß nicht. Weil das ist dann ja eigentlich. Ich will hier nicht. Anderen, aber mich interessiert einfach nur, wie ihr es macht. Ist hier nicht warm? Mir ist sehr warm hier. Schon nicht am Chat hassen ist, dann Party. Oh, schimpfen? Oh shit, das kann ich gar nicht. Oh, echt? Einfach am Schimpfen? Was sagt sie so? Ihr blöden Nüsse? Sagt sie das? Ihr blöden Nüsse! Ihr blöden Nüsse, wie könnt ihr nur? Das den Hype. Ich kann das nicht. Sie singt dann immer. Ich glaube, singt sie echt? Hype ist eigentlich Ginger nur am Schreien, weil wir zu viel spenden. Wait, what? Warum denn jetzt Nüsse? Ja, was denn sonst? Oh nein! Oh, Noel, hör auf! Hört auf! Hört auf, Chat. Ja, oh nein, hört auf jetzt mit den Subs. Jetzt reicht aber hier. Jetzt reicht aber hier. Lecker B. Was sollen diese... Kannst du nochmal üben, Juniada? Das reicht! Oh Mann, ey. Ist mir so leid. Nicht mag. Manchmal hast du ja nicht... Achso. Ah, okay. Ich hasse euch, Chat. Oh mein Gott! Oh nein, wartet mal! Ich hasse euch! Ich hab grad den Sound gemacht. Ah, jetzt hört ihr auch Sound, sorry. Ich hasse dich! Ich hasse dich, Madison! Wie kannst du nur? Schmutz! Geh weg mit deinem Geld! Das gibt's doch nicht hier! Hört auf damit! Hört auf damit! Das reicht jetzt hier! Sir Falky! Steck dir deine Subs sonst wohin! Ich hasse euch! Hört auf damit! Oh Mann, ey! Das gibt's nicht. Ich versuch's. Ja? Ja? Wow! Ich kann das alles nicht mehr. Dieser Hype-Train. Hype-Train Level 9. Pff, den wollte ich gar nicht. Den will ich nicht. Ich will den. Oh Mann, das tut mir so leid. Oh, halt auf, bitte. Please stop it. Please. Es fehlen die fliegenden Nüsse.
Oh, ich habe keine fliegenden Nüsse. Oh no. Wow, wow. Wow, wow, stop the Power Train. Müssen wir noch üben? Oh, ich werde immer besser. Ja, ich brauche mehr Übung hier. Chat, ich brauche mehr Übung. Ich brauche mehr Übung. Chat, ich brauche mehr Übung. Hype, hype. Hype Train. Hype Train. Hype Train. Lasst mich euch beleidigen, okay? Ein Sub gleich eine Beleidigung. Okay? Ich mache sowas nie. Ich beleidige nie, okay? Jetzt ist eure Chance. Jetzt beleidige ich euch. Anyone? Anyone? Lega Billies. So, jetzt anyone? Müssen wir nur noch mehr Subs sammeln. Als vor Jinjas Urlaub in Jalul. Ah, du. Ich zoome jetzt Beleidigungen raus. Das gibt's hier nicht. Du alte vertrocknete Münze. Wie kannst du mir eigentlich 200 Bits hier reinballern? Was? Du Karotte. Du bist eine Karotte. Ja. Emanios, du bist eine verbrannte Karotte. Eine verbrannte Karotte. Ja, eine verbrannte Karotte. Gammelige Mandarine. Selber! So, das war, glaube ich, ein Tipp. Oh, was, du? Weißt du was, Emanios? Wie kannst du eigentlich als verbrannte Karotte noch tiefer gehen und einfach nur ein Stück Dreck werden? Das ist zu viel. Mann, ey. Alter! Es tut mir so leid. Dankeschön. Nee, nicht Dankeschön. Hör auf damit! Hör auf damit! Stop it! Carnivore! Hör auf damit. Chef Falki, stop it! No, stop it! Wir werden auch immer dafür beleidigt, wenn wir in den Chat pupsen. Weiß auch nicht warum. Jinjadap. Ihr seid auf jeden Fall Nüsse. Ihr seid auf jeden Fall Nüsse. Verkokste Nüsse. Das ist auch eine Beleidigung, oder? Verkokste Nüsse. Das passt zu euch. Es fühlt sich so an, ob man mit einer Peitsche aus Watte geschlagen wird. Jinjadap, Jinjalul. Sag das nochmal. Sag das nochmal, du gefallener Ast. Sag das nochmal, du gefallener Ast. Ha? Ich steppe einmal mit meinem Fuß drauf. Auf deinem Ast. Und dann zerbrichst du. Yes, yes, yes. Doch, doch, ich steppe auf euch. Das will Chat doch. Nein, das will Chat nicht. Nein, nein, Chat will das nicht. Bitte beruhige dich. Ja. Keine Ahnung. Ihr seid halt einfach... Nüsse seid ihr. Nüsse, einfach Nüsse seid ihr. Einfach Nüsse. Ehre! Nun, Lini darf mich besteppen. Oh, Lini. Okay. Wisst ihr, ich höre jetzt auf. Ich kann das nicht mehr. Es tut mir weh. Wieso kann ich das nicht? Nehme ich an, Luni. Was? Nein! Nimm das nicht an. Kann ich Macadamia sein? Nee. Du bist so ein kleiner Mini-Sonnenblumenkern. Sicherlich kannst du auch singen. Du hast doch auch eigene klasse Songs. Jinja Barty, Jinja Rainbow. Natürlich nicht solche wie unsere Bergziege. Jinja Hyper, True. Jinja Hyper. Yeah. Ja, ich wünschte, ich könnte irgendwie jetzt so gotisch oder so singen. Aber ich kann den Text nicht. Aber wusstet ihr, dass Jinja ein neues, wundervolles Cover hat, das es sehr, sehr bald auf Spotify auch geben wird? Aber es gibt's schon auf YouTube. Und das ist so gut geworden, ne? Darf ich mal kurz schwärmen? Darf ich ganz kurz schwärmen? Ich glaube, ihr hört das nicht. Oh mein Gott. Das ist so cool geworden! Oh, sie ist... Oh, oh shit.
gegessen. Und das ist richtig, richtig gut. Und ich liebe es. Ja. Just wanted to say that. Vor allem dieses Lied, also das ist ja ein Gottisch-Cover. Bin etwas verwirrt. Wenn es nicht bald Beleidigungen hagelt, entwickelt der Chat noch Selbstbewusstsein. Boah. Okay, Domit. Dann... Ihr seid Schmutz. Weißt du auch, was gut geworden ist? Das ist wirklich gut. Das ist so gut geworden. Ich habe ja zusammen mit Ginger Identity gesungen. Das ist richtig, richtig toll. Aber ich wollte kurz noch über Gottes reden. Jäger, weißt du... Oh, warte, ich glaube, du bist frisch dabei. Egal, ich beleidige dich trotzdem. Ich jag dich. Okay, weiter geht's. Gottes-Cover ist es ja so, das ist so cool, dass sie dieses Licht gemacht hat bei Gottes, weil im Original wird ja viel vom so Gottes, also zumindest in englischen Varianten habe ich gehört. Ich bin mir gerade beim Original nicht sicher. Wie so Gottes und so. Und dann, ich habe mir das schon mal angehört und ich war so, wie will man diesen Song ins Deutsche übersetzen? Ich habe legit wirklich schon mal drüber nachgedacht bei dem Lied. Ich war so, kann man das ins Deutsche übersetzen? Geht das überhaupt? Und sie hat das einfach gemacht. Und ihr wisst gar nicht, wie schwer es ist, ein Cover, vor allem wenn das so kompliziert ist, ins Deutsche zu übersetzen, so dass es schön klingt. Und Ginger kann das so, so, so unglaublich schön. Und bei dem Cover hat sie das nochmal wirklich richtig gezeigt, sage ich mal. Und sie hat mir ja auch schon oft geholfen bei Texten, dass ich die richtig mache und dass die gut klingen und so. Und sie kann das so gut alles mit den Covern. Und bei dem Lied mag ich auch so sehr, dass das auch so deutsche Aspekte drin hat. Also zum Beispiel ist ja irgendwie so ein Hauptpart davon Gottes Tod oder so. Und dann kann sie das einfach auf Deutsch singen. Das ist richtig cool. Ja. Yeah. Just wanted to say that. Sie ist super, super cool. Sehr, sehr, sehr skilled. Ja, yeah, ja, yeah, true. Wow. Wow, Denodi. Ich würde sagen, du bist gleich den Nut in your mouth. Kann ich vielleicht mit Ginger so ein Stream machen, wo sie mich unterrichtet, wie man beleidigt. Wie man beleidigt einfach. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr. Es tut mir so leid. Ja, ich hab Hörner. Sind die nicht schön? Ich bin ja auch hier in der Hölle. Ich kann ja nicht einfach so hier sein. Beleidigungs-Satsubi, yeah. Guten Abend, danke schön. Ja. Yeah. Aber ich liebe die Idee, Kinder. Ja, oder? Ich glaube, das wäre wild. Das wäre schon Fluchen lernen. Ich lerne Fluchen. Luni? Identity, das war schwer zu machen. Und es tat mir auch voll leid. Ich habe mir dann, glaube ich, irgendwie... Ich weiß nicht, von irgendeinem Clip-Channel habe ich mir dann ein Video angeguckt, dass da wurde über Identity gesprochen, also Ginger hat über Identity gesprochen. Und dann hat sie gesagt, das ist voll schwer, aber aufzunehmen. Das hat mir dann voll leid getan. Bis sie dann so heiser war. Ich war auch heiser, aber ich... Das hat mir dann so leid getan. I'm so sorry. Wenn deine Helle bist, ist wohl dann im Himmel. Also siehst du wo? Hier irgendwo? Der ist hier nicht. Yeah. Nee, also das könnte ich nicht mal sagen. Ich kann das nicht sagen. Ich kann das nicht. Ja, ich wollte noch ein bisschen mit euch quatschen. Noch so ein bisschen. Ganz bisschen. Wir haben ja fast die 1 Million geschafft heute. Was richtig gut ist, aber... Ich frage mich wirklich. Ich bin mir ziemlich sicher aber, dass Ginger euch ganz viele tolle Bilder mitbringen wird. Aus Japan. Und dann könnt ihr die zusammen angucken mit ihr, okay? Könnt ihr dann machen. Und dann erzählt sie euch ganz viel. Es ist so cool für mich, weil ich werde dann auch im Stream lurken und gucken und zuhören. Es wird cool dann sein zu hören, sag ich mal, wie sie darüber redet, einfach zum ersten freaking Mal so richtig Urlaub zu haben. Sie hat, ich weiß noch, wo ich sie kennengelernt habe, oder ich glaube, wo sie sogar Leitmotiv gejoint hat oder so. Da hat sie mir gesagt, dass sie irgendwie, dass es keine Woche gab,
seit 2 Jahren oder so, wo sie nicht gestreamt hat. Keine Woche. Keine einzige. Keine einzige. Diese Frau ist verrückt, Leute. Diese Frau ist einfach verrückt. Das ist insane, wie viel sie macht. Und sie streamt ja nicht nur, Leute. Sie streamt ja nicht nur. Sie macht ja auch noch anderen Stuff. Sie bereitet Cover vor. Sie bereitet Videos vor. Sie bereitet Shorts vor. Sie macht so unglaublich viel. Oder sie bereut. Jetzt habe ich das, glaube ich, irgendwie gelesen im Chat, sorry. Sie bereitet... sie bereitet coolen Merch vor. Der dann irgendwann kommen wird, Chat. Und das ist richtig, richtig cool. Also gebt ihr immer ganz viel Liebe, okay? Immer, immer ganz viel Liebe. Die meiste Liebe, okay? Sie hat das absolut verdient. Und ich freue mich, wie gesagt, jetzt auf die ganzen Bilder aus Japan und zu sehen, wie sehr sie es genossen hat. Und ich freue mich unglaublich sehr für sie. Ne, ich sag gar nichts. Ich verrate nichts, okay? Ich verrate nichts, Chat, okay? Alles in Geheimnis. In Geheimnis until reveal. Arbeitstier, wenn es ihr Spaß macht. Ja, und das ist auch das Schöne, dass sie einfach daran Spaß hat, coole Sachen zu machen für euch. Ist doch schön, oder? Ist das nicht wundervoll? Kann man dich bestechen? Für was? Fürs Beleidigen? Ich kann das nicht! Ich kann nicht beleidigen. Es tut mir leid. Ich versuch's, okay? Aber es funktioniert nicht so ganz. Glaube ich. Das ist schon insane. True. Also alle von Leitmotiv. Klodeckel-Merch? Ja, ratet mal. Ratet mal, Chat. Ratet doch mal. Ratet mal. Ich mach keine Reaction. Keine Reaktion. Aber ratet mal. Ich finde sowas nochmal interessant. Was für Merch? Was für Merch? Doch, ich möchte, doch, ich möchte wilden Merch. Ich möchte wilde Merch-Ideen sehen. Vielleicht gibt es da eine coole Geschichte dazu. So wie mit der Banane. Wie wär's, Chat? Mit eurem eigenen Ginger-Stressball fürs Klo. Oh mein Gott, ich glaube, wir sind... We're onto something. Ein Ginger-Stressball. Den macht ihr dann auf euer Klo drauf. Und dann könnt ihr den nehmen. Und dann könnt ihr den drücken, wenn ihr auf dem Klo seid. Das ist doch so eine gute Idee, oder? Ist das nicht eine gute Idee, Chat? Warte, was? Eine Ginger-Figur aus Arschhaaren? Was ist das überhaupt für eine Idee? Warum liest du das vor? Ihr habt sich gelöscht. Das verfolgt uns in unseren Albträumen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber wenn es funktioniert, dann go for it. Dann go for it, okay? Ne Yinja. Ich find's übrigens lustig, wie der TTS-Typ immer Yinja sagt. Ne Yinja-Figur aus Arschhaaren. Handtuchhalter. Aus Hörnern. Cute. Aha. Doch, finde ich gut. Ich frag mich, wieso, aber... Wieso kommt das mit diesen... Hey! What the hell? Aber mach das mal bitte, okay? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Nur so, by the way. Klobürste? Okay, interesting. Nee, ich funktioniere nicht mehr. Ich bin sehr verstört. Aber ihr wollt es mir nicht erklären. It's okay, though. Einfach ein Ginger-Klo. Doch, das wäre das Beste. Einfach ein ganzes Klo. Das finde ich gut, doch. Kannst auch raiden. Nee, du machst das jetzt, Walzer. Bitte. Das ist jetzt deine Aufgabe, will ich dir jetzt übergeben. Ich finde die Ideen aber gut, die ihr rausgesucht habt. Ich finde, wenn Ginger sich das dann anguckt, diesen Part des Streams, dann hat sie auf jeden Fall ziemlich coole Ideen
Und vor allem diese Figur aus, ihr wisst schon, ne? Klosterne mit Lautsprechern, der dann Ninja-Sprüche rausballert. Beim Spülen? Es gibt ja sogar so Lautsprecher, ne? Es gibt ja so Lautsprecher, die kann man sich dann irgendwie beim Baden einfach so hinstellen oder irgendwie an die Wand klatschen und kleben oder so. Und, und dann macht man, und dann hört ihr, und dann drückt ihr so drauf und normalerweise kommt da so entspannte Geräusche, so blub, 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 schuh, schuh. Aber dann kommt die ganze Zeit nur wow, 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 und so meh oder so. Wisst ihr, solche Geräusche kommen dann nur. Doch, das finde ich gut. Man muss aber auch den Stream beenden. Nee, ich stream für immer jetzt. der läuft weiter. Das weiß ich. Das weiß ich. Ja. Aber ich finde Elia ganz gut. Können wir Elia raiden? Können wir das jetzt machen? Dann raidst du Elia. Ich will, dass das jetzt Walzer macht. Ich will das sehen, ob das wirklich klappt. Wow, es geht! Es funktioniert! Wait. Oh mein Gott, der Stream geht aus. Was mache ich jetzt? Shit, ich bin überfordert. Wow. Okay. Also Leute, ganz viel Spaß bei Elia Wald. Okay, er ist ein wundervoller Boomer-Streamer. Also von ihm lernt ihr ganz, ganz viel. Und beteiligt euch schön am Chat. Und vergesst nicht, morgen um... Oh, shit. Morgen um 19 Uhr seid ihr wieder hier... werdet ihr wieder hier unterhalten vom lieben Finstay. Morgen 19 Uhr. Morgen 19 Uhr, okay. Nicht vergessen... Ihr seid dann alle hier und schreibt schön im Chat und verwirrt Finn. Und ansonsten sehen wir uns am 23.03. um 18 Uhr. Danke sehr für den wundervollen Stream. Danke sehr. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, wirklich. War richtig, richtig fun. War richtig schön. Und bleibt so, wie ihr seid. Aber vielleicht ein bisschen runterschrauben mit der ganzen, mit den ganzen Scheißgeschichten. Aber macht, was ihr wollt. Und bye bye! Bye 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 bye! Bye bye 10! Habt ganz viel Spaß bei Elia! Bye 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 bye! Bye 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 b